Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute schauen wir uns den zweiten Teil der Arthur-Dokumentation über Burgen an. Diesmal geht es wohl um den militärischen Teil der Burgen. Ich habe den Teil noch gar nicht gesehen. Schaue ich mir gerade zum allerersten Mal an. Aber nach dem letzten Teil haben viele gesagt, ich soll mir den zweiten Teil auch noch anschauen. Ich hatte das gar nicht vor, aber bitte, wenn ihr das wollt, dann kriegt ihr das auch. Der erste Teil war ja ein bisschen schwierig, der wurde direkt gesperrt. Mal gucken, ob es diesmal besser geht. Wer den ersten tatsächlich noch nicht gesehen hat, der ist wieder frei. Man kann es wieder ganz normal angucken. Also, ich werde es unten verlinken. Ihr könnt den ersten Teil euch auch nochmal anschauen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen direkt zum Beitrag. Sie sind steinerne Symbole des Mittelalters. Burgen. Erinnerungsorte, die uns in eine längst vergangene Zeit entführen. Legenden ranken sich um ihre Existenz. Die wechselvolle Geschichte von Jahrhunderten haben nur die wenigsten von ihnen unbeschadet überstanden. Wie lebten die Menschen auf Burgen? Welche Mythen sind wahr? Welche erfunden? Ich bin sehr gespannt. Den Trailer, jetzt den Anfang, den kannten wir ja schon. Das meiste war auch aus der letzten Folge. Jetzt wird es offenbar militärischer. Mal gucken. Mal schauen, was da kommt. Und Deutschland, es ist der Beginn einer neuen Epoche. Eine Zeit, in der Burgen zu Statussymbolen werden. Also 1020 ist schon sehr spätes Frühmittelalter, so 1066, Schlacht von Hastings, das ist gern so ein Anfangspunkt fürs Hochmittelalter und wir haben da schon eine Zeit lang Burgen. Also, ich weiß, was Sie meinen, aber sehr geschickt ist das gerade nicht gemacht, aber gucken wir. Sie werden zu Zeichen der Macht für reiche Adlige, wie den Grafen Otto von Hammerstein. Für eine Führungselite, die in diesen steinernen Bolzen. Der Graf von Hammerstein hat offenbar unten unversäumte Stoff für seine Kleider genommen. Also, das ist ein Kittel. Also, wirklich, wir reden hier von einem Grafen. Ich weiß, das ist total nebensächlich. Absolut. Also, ich reg mich da jetzt auch natürlich künstlich auf ein bisschen, aber wir sehen einen Grafen aus dem Bett steigen. Das Erste, was wir sehen, ist ein unverarbeiteter Saum. Also, ist mir unklar. Bollwerken ein angemessenes Heim sieht. Der dann auch noch seine Fenster mit, was ist das für ein komischer Stoff, verschlossen hat. Also es soll vielleicht pergamentartig wirken, aber im Leben ist das kein Pergament. Das ist so kurz vor dem Stroh im Fenster. Okay. Der Prediger Berthold von Regensburg schreibt über sie: Man muss vor euch niederknien und muss sich vor euch erheben und muss euch fürchten. Und ihr habt viel Platz um euch. Und ihr reitet prächtig und geht prächtig und habt hohe Burgen und schöne Damen. Ist so schön, wir hören die Worte von Berthold von Regensburg und was wir da zu sehen, ist nicht schön. Der hat dreckige Fingernägel und grobe Stoffe. Ja, es ist Frühmittelalter. Frühmittelalter ist tatsächlich von Prunk und so eine ganz andere Sache als das Spätmittelalter. Aber ihr merkt es schon selbst, oder? Wir haben hier wieder Graufilter, also den berühmt-berüchtigten Mittelalterfilter in voller Stärke. Guten Morgen. Der Adel hat ein ständisches Bewusstsein, das sich im Heim, der Kleidung und im Essen. Entschuldigt bitte, aber die erste Spielszene macht mich schon fertig. Wir reden von einem Grafen. Das ist auch im Frühmittelalter ein hochgestellter Mann. Der hat viele, viele andere unter sich. Und was ihr uns zeigt, ist, ich meine, die Frau, was trägt die da überhaupt für komischen Stoff? Und dann ein karger Tisch. Also, wenn der Raum kleiner wäre, dann könnten wir uns das locker als bäuerlich verkaufen. Essen widerspiegelt. Ja, und der Graf isst einen dünnen Brei aus einer grob geschnitzten, also wirklich ganz grob geschnitzten Holzschale. Was soll ich zu so einer Spielszene denn sagen? Also, ich weiß, ich bin da manchmal überempfindlich, aber diese Spielszene ist desaströs. Also, solche Bilder, die bleiben ja hängen. Das, was gerade gezeigt wird, das bleibt tatsächlich mehr hängen als alles Erzählte. Da muss man nicht drüber diskutieren. Also, das ist tatsächlich so, Bilder sind sehr mächtig, das bleibt wirklich stark hängen.
Und damit werden wir gerade gefüttert. Die können jetzt erzählen, was sie wollen, egal wie gut das ist. Wir haben diese Spielszene. Doch an diesem Morgen muss sich Otto von Hammerstein mit einfachem Brei und wenig Brot zufrieden geben. Im Hintergrund der Schrank übrigens sieht nett aus, ja? Er hat nur nichts in der Zeit verloren. Noch überhaupt gar nichts. Der Grund für dieses karge Mahl. Vor den Mauern seiner stolzen Burg ist ein Belagerungsheer des Kaisers aufgezogen. Kaiser Heinrich II. Will mit seinen Truppen Ottos Burg Hammerstein einnehmen, koste es, was es wolle. Allerdings fehlen ihm die geeigneten Mittel, um die als uneinnehmbar geltende Burg im Handstreich zu erobern. Also die ganze Szene ist ja dann nochmal viel absurder geworden. Der sitzt da sturig und isst sein Essen und plötzlich schlägt der Bolzen vor ihm ein oder Pfeiler, was auch immer. Also auf jeden Fall ist es ein Interkontinentalbolzen. Der fliegt eine Reichweite unfassbar. Also Armbrüste können ordentlich weit schießen, aber das ist eine Entfernung, die ist schon ziemlich krass. Was soll ich zu der Spielszene sagen? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Heute sind von... Es geht gar nicht weiter. Der Hammerstein, okay. Nur Ruinen erhalten. Hoch über dem Rhein bei Neuwied. Die Burg gilt als eine der ältesten im Mittelrheintal. Pflanzen haben die Gemäuer erobert, die um die erste Jahrtausendwende errichtet wurden. Otto selbst soll die Burg gebaut und ihr den Namen Hammerstein gegeben haben. Die Besitzungen seiner Familie erstrecken sich östlich des Mittelrheins. Erbschaften und die Mitgift seiner Frau Irmingard bedeuten einen Machtzuwachs für Otto entlang des Rheins. Eine Gefahr für Heinrich. Denn seine Macht schwindet in Gebieten, die von starken und selbstbewussten Fürsten geführt werden. Seine Macht festigt Otto mit Burgen, die sich wie ein Netz über sein Lehen verteilen. So scheint es zumindest. Nur sichert eine Burg selbst keine Region. Sie sind eher sichere Quartiere für Krieger, die an neuralgischen Punkten wie Tälern, Flüssen und Seen stationiert sind. Und die dann eine Region sichern, das ist der Sinn dahinter. Um das Land zu befrieden und zu verwalten. Im 11. Jahrhundert sind es hauptsächlich hölzerne Turmhügelburgen, die ihren Besatzungen Unterschlupf bieten. Gut und günstig, schnell errichtet. Gesichert durch Wälle und Gräben. Annäherungshindernisse, wie es sie auch heute noch gibt. Vom Gartenzaun bis zur Fabrikmauer. Wer auf Nummer sicher gehen will, der baut aus Stein. Sofern es der eigene Geldbeutel und die Ressourcen der Region zulassen. Eine Burg aus solidem Stein, mit sicherem Turm und hohen Mauern, ist für Angreifer eine nur schwer zu überwindende Herausforderung. Ist sie wie Burg Hammerstein in einer exponierten Lage errichtet, so ist sie praktisch uneinnehmbar. Drunter, drüber, durch. Das sind die drei Wege, eine Burg zu erobern. Der massive Bergsporn der Hammerstein macht freilich eine Untertunnelung unmöglich. An den steil abfallenden Hängen können keine Belagerungstürme oder Katapulte in Stellung gebracht werden. Kaiser Heinrich II. Bleibt nur ein Sturmlauf auf das Burgtor. Ein Rambock oder Fußtruppen erreichen diese mögliche Schwachstelle nur über einen Zuweg unterhalb der Burgmauer. Von dort aus nimmt die Burgbesatzung seine Männer unter Dauerbeschuss. Weniger aufwendig ist, die Burg von ihrer Versorgung abzuschneiden. Das ist die größte Gefahr für die Belagerten. Also ein paar Möglichkeiten gibt es ja da schon noch mehr. Es gäbe Schilde, ich sehe da keine Schilde, ich meine, es ist eine sehr kleine Animation. Es gibt natürlich Sturmwände und solche Dinge. Es können Brände gelegt werden am Burgtor. Also da gibt es schon eine ganze Menge, was man zu der Zeit auch machen kann. Aber natürlich, so eine Lage ist herausragend gut, denn die großen Geräte sind allesamt schwer ranzubringen. Die effektiven Wehrelemente einer Burg werden bis heute in der Architektur eingesetzt. Seit 2017 hat der Bundesnachrichtendienst in Berlin-Mitte sein neues Hauptquartier.
Das ist wieder so ein Sprung. Aber gut, ich bin gespannt, wo es hinführt. Aber von der Burg zum Bundesnachrichtendienst, okay. Ein Sicherheitsgebäude, das der Architekt Jan Kleihus entworfen und umgesetzt hat. Die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes ist in gewisser Weise mit einer Burg vergleichbar. Wir haben diesen Zaun, der als solcher auch erkennbar ist. Sie haben einen Graben und Sie haben natürlich in gewissen Bereichen extrem dicke Wände, wie ähnlich wie bei einer Burg. Der Sockel fensterlos, so haben wir hier auch einen fensterlosen Sockel. Grundsätzlich aber kann man sagen, dieses Gebäude ist durchaus im übertragenen Sinne mit einer Burg vergleichbar oder im baulichen Sinne mit einer Burg vergleichbar. Damals wie heute stellt der Eingangsbereich eine besondere Herausforderung für Architekten dar. Er muss Sicherheit bieten, aber auch die Bedeutung der Bewohner widerspiegeln. Das ist ja sicherlich etwas, was man aus der Burgenarchitektur her kennt, dass diese beiden Torhäuser adressbildend sein sollen. Und sie haben tatsächlich auch Toreingang, sie haben die Funktion als Eingang für die Mitarbeiter. Gleichzeitig markieren diese beiden Torhäuser auch die repräsentative Vorfahrt. Auch für Burgherren im Mittelalter war das Tor eine Visitenkarte. Wo der repräsentative Zweck nicht im Vordergrund stand, wurde das Burgtor als gefürchtete Schwachstelle in der Burgumwehrung besonders gesichert. Aus Schießscharten und Wurflöchern konnten die Angreifer mit Pfeilen und Steinen bekämpft werden. Ein Fallgitter sicherte ein solides Holztor zusätzlich. Ab dem Ende des Hochmittelalters schützten vielerorts Zugbrücken die Burgtore. Aber keine Zugbrücke ohne Graben. Der Graben war das einfachste Mittel, um Angreifer von der Burg fernzuhalten. Ob ausgehoben oder in einen Fels geschlagen. Belagerungsgeräte konnten jetzt nur noch an die Mauer gebracht werden, wenn der Graben vorher mühsam zugeschüttet wurde. Ja, also, es klingt wieder so, ja, Fallgitter überall und ab einem gewissen Zeitpunkt haben wir auch überall Zugbrücken. Das ist so nicht ganz richtig. Das sind alles Sachen, die wir oft eben auch nicht haben. Gerade Zugbrücke braucht ja eben die Voraussetzung, dass da irgendeine Art von Graben oder so etwas sein muss. Und Graben ist auch nicht die einfachste Möglichkeit, sondern oftmals eine unmögliche Möglichkeit. Wir haben ganz, ganz viele Burgen, die haben einfach keinen Graben, weil die baulichen Möglichkeiten es nicht zulassen. Also hier, Burg Münzenberg, direkt bei mir. Kein Graben, keine Zugbrücke. Geht gar nicht. Wenn etwas da war, wie was wir hier gerade eben sehen, auf der Burg war ich auch schon, sehr schön, da hat man eben die baulichen Möglichkeiten ausgenutzt. Da hat man die Burg entsprechend hochgebaut gegenüber einer Klippe und hat sich da hat quasi einen Graben, der gar nicht da war, geschaffen, indem man die Burg entsprechend hochgebaut hat. Wenn das möglich war, ideal. Und auch im Flachland, wenn wir keine Höhenburgen haben, dann sind natürlich Wassergräben darum sehr angenehm, auch vergleichsweise einfach zu machen in dem Boden. Vor allem, wenn man seine fluten kann und dauerhaft unter Wasser halten kann. Das hat natürlich große Vorteile. Aber wenn man sich tatsächlich mal umguckt, gerade bei Höhenburgen, sind Gräben gar nicht mal so häufig und dementsprechend auch so Zugbrücken und auch Fallgatter und so. Sowas muss gar nicht da sein. Oftmals haben wir einfach ein Tor, das geschlossen werden kann. Bei Wasserburgen trug der gefüllte Graben auch zur Ernährung bei. In ihm wurden Fische wie der Karpfen und Schalentiere wie der Krebs gehalten, die später an der Tafel des Burgherrn aufgetragen wurden. Der Kriegstechniker Konrad Kieser beschreibt. Gibt es auch andere Quellen, weil zum Beispiel bei Städten haben wir immer wieder die Anweisung, dass das Wasser fließend sein muss. Es soll in Bewegung gehalten werden. Stehendes Wasser sollte vermieden werden, einfach weil es faulen kann, nicht gut. Und da eine Fischzucht zum Beispiel ist gar nicht mal so einfach. Also es gibt bestimmt Beispiele, in denen in so einem Graben auch Fischzucht gemacht wurde, aber es halte ich wieder für eine Aussage, die schwierig ist, weil wir haben ganz, ganz oft die Anweisung, das Wasser muss in Bewegung gehalten werden. Es muss fließendes Wasser sein. Schreibt 1402 in seinem Werk Belli Fortis, dass selbst in einfachen Gräben Nutztiere gehalten wurden. Besonders beliebt Gänse, Hühner, aber auch Hunde. Sie waren eine biologische Alarmanlage. Wenn es jedoch zu einer Belagerung kam, verloren sie rasch ihren Nutzen. Also Konrad Kieser ist tatsächlich so eine ganz wichtige Figur, die oft vergessen wird, hat ganz interessante technische Lösungen beschrieben. Und hier geht es jetzt natürlich darum, im Graben, sowas wie Hundezwinger haben wir in Gräben. Das kennen wir tatsächlich, der Burggraben wurde aktiv genutzt, der war nicht nur totes Gebiet. Da hat man zum Beispiel Hundezwinger gehabt mit Jagdhunden und so und auch Viehhaltung ist da sinnvoll. Und dann natürlich Tiere wie Hunde oder Gänse, die Alarm geben können, klar, sinnvoll.
In der Belagerung ist das natürlich nicht mehr nützlich, weil da evakuiert man die Tiere auch aus dem Graben. Die lässt man da nicht. Was bringt das? Die sind entweder Futter für die Angreifer oder sonst wie verloren. Natürlich sind sie dann nicht mehr im Graben. Okay, jetzt sehen wir den Grafen und die Gräfin von Hammerstein auf dem Boden sitzen in einem düsteren Raum. Also guckt euch dieses Bild jetzt an. Das ist Mittelalterfilter pur. Wir sehen gerade nicht einen einzigen Farbkleck. Es ist alles grau in grau. Also besser kann man das Phänomen Mittelalterfilter nicht beschreiben. Also dass sämtliche mittelalterlichen Spielszenen entsättigte Farben haben, düster gehalten werden. Es gibt auch einen Comic, der das umsetzt, dass eben der Mittelalterfilter voll alles drauf gemacht hat. Das ist das beste Beispiel. Das ist das Beispiel für Mittelalterfilter. 3 Monate kann Otto Burg Hammerstein halten. Doch der Winter auf einer Burg ist entbehrungsreich. Selbst das Mobiliar wurde bereits verfeuert. Erhebt euch! Der Kaiser kommt! Eine Kapitulation ist jetzt der letzte Ausweg. Als Büßer müssen sich Otto und Irmingard vor dem siegreichen Kaiser erniedrigen. Aber dann Türen mit Türklinken. Großartig. Wir haben einfach mal irgendeine vorhandene Kulisse genommen und haben da unser Mittelalter reingesetzt. Das ist großartig. So will es das Ritual. Barfuß und in einfachen Gewändern werden sie vor Heinrich treten. Noch einfacher als das, was sie jetzt schon anhaben, da bin ich mal gespannt. Sie müssen sich schuldig bekennen, verantwortlich zu sein für diesen Streit. Und... Was haben die denn an? Aus welcher Mottenkiste sind denn diese Rüstungen genommen worden? Oh, das sieht aus wie Braveheart, die englischen Rüstungen aus Braveheart. Was, also das ist das Unsinnigste, was man als Rüstung anziehen könnte. Kleine Metallplatten auf einem ledernen Untergrund. Also wenn man da drauf sticht oder einen Pfeil drauf schießt, der sucht sich ja quasi seinen Weg durch die Platten und trifft die schwächste Stelle. Also, Sie müssen um Vergebung flehen. Kaiser Heinrich II. Gewährt das erhoffte Erbarmen nicht so leicht wie seine Vorgänger. Für ihn ist nicht nur Milde, sondern auch Bestrafung eine Option. Für adeligen Widerstand gegen ihn verhängt der Kaiser auch schon mal die Todesstrafe. Was der Kaiser da anhat, also, der Stoff, nichts davon passt, weder von Schnitt, von Stoff oder sonst irgendwie, passt irgendwie zur Darstellung eines Kaisers, geschweige denn zur Zeit. Also das ist so eine... das ist ja eine richtig, richtig üble Spielszene. Also das letzte Mal habe ich nicht so viel dazu erzählt, weil sie war nebensächlich. Hier wird die Geschichte ja mehr mit Spielszenen erzählt. Und es ist einfach erbarmungswürdig schlecht. Erhebt euch. Auch wenn eine so harte Bestrafung ausbleibt, ungeschoren kommen Otto und Irmingard nicht davon. Und nun verschwindet. Ottos Besitzungen werden beschlagnahmt. Hammerstein geht in kaiserliches Eigentum über und wird damit zur Reichsburg. Dieser ganze Konflikt ist jetzt sehr, sehr vereinfacht worden. Da fehlt ganz viel. Diese Hammersteiner Ehe ist tatsächlich sehr spannend. Otto von Hammerstein, der hat ganz viele Namen. In der Zeit ist das schwierig. Wir nennen jetzt Otto von Hammerstein nach dieser Burg. Und Irmingard von Verdun sind... verheiratet gewesen und Irmingard war eine sehr reiche Erbin, aber diese Ehe hatte ein Problem. Nach kirchlichem Recht waren die zu nah miteinander verwandt. Deswegen wurde immer wieder versucht, diese Ehe aufzulösen. Vor allem der Mainzer Erzbischof hat sich da eingeschaltet und dieser Otto von Hammerburg hat den Mainzer Erzbischof überfallen, hat versucht, ihn gefangen zu nehmen, hat es immerhin geschafft, sein Gefolge gefangen zu nehmen und auf der Burg festzusetzen. Eine Reichssynode hat dann beschlossen, gegen ihn vorzugehen. Also der Kaiser ist hier nicht aus eigenem Antrieb alleine. Der hat dafür auch quasi die Zustimmung seiner Reichsstände, seiner Adligen. Und was hier so aussieht wie, ja, der jagt ihn einfach weg. Der gibt ihm freien Abzug. Kann man unterschiedlich darstellen, aber freier Abzug klingt gar nicht so schlecht, wenn man es sich so überlegt. Der hat ja noch weitere Besitzungen. Wir haben ja gerade gesehen, der hat ein ganzes Netz von Besitzungen und der ist damit nicht vollkommen mittellos. Die beiden reisen jetzt relativ viel,
haben ja immer noch Verwandtschaft und alles, und dieser Streit wird noch 7 Jahre lang weitergehen. Da wird es am Ende sogar päpstlich eingreifen gehen. Der Erzbischof von Mainz kommt da selber noch in Bedrängnis. Und der Nachfolger von Kaiser Heinrich II., Konrad II., der will gegen diese Ehe gar nicht vorgehen, weil er selbst eine Ehe führt, die ähnlich nah verwandt ist. Gerade noch in Ordnung, aber zu nah dran, und er hat überhaupt kein Interesse mehr, das Ganze anzufechten, weil er sich damit selber verwundbar machen würde. Diese Ehe, obwohl sie zwischendrin aufgelöst wurde, also auch dieser Otto von Hammerstein gibt irgendwann die Ehe auf, um seine Besitzungen zurückzubekommen. Ich glaube, 1023 muss er sich da unterwerfen. Am Ende wird diese Ehe weitergeführt. Also das Ganze führt letztlich zu nichts, und sie kommen da eigentlich gar nicht mal so schlecht raus. Und hier, wie gesagt, zwischen mittellos wegjagen und freiem Abzug gewähren, ist ein gewisser Unterschied. Hätte man unterschiedlich darstellen können, muss halt so sein. Der Kaiser ist hier mit 5 Hanseln und sieht aus wie ein besserer Räuberhauptmann mit Bart und allem, langen Haaren, allem, was dazugehört. So muss die Spielszene halt aussehen. Was soll ich sagen? In der mittelalterlichen Verwaltungsstruktur muss man sich vorstellen, dass ganz oben der Herrscher sitzt, der ein großes Land zu verwalten und zu befrieden hat. Und das löst er, indem er auf verschiedenen Plätzen eigene Burgen baut und mit eigenen Adeligen, mit eigenen Rittern besetzt. Die umherreisenden Kaiser schaffen mit Reichsburgen schon früh ein Burgennetz. Seit den Einfällen der Ungarn sind Reichsburgen Bollwerke zur Abwehr der Feinde und Residenzen. Sie gemahnen die lokalen Fürsten an die Präsenz des Herrschers. Ein einzigartiges Konzept in Europa. Es haben alle Herrscher dasselbe Problem. Wir haben keine Kommunikationsmittel, die besonders gut sind. Das Straßennetz ist auch nicht so das Allerbeste. Herrschaft im Mittelalter besteht aus Personenbeziehungen. Der Kaiser ist nur so stark, wie er Personalbeziehungen aufbaut, auch zu seinen sonstigen Untergebenen. Deswegen haben wir ein Reisekaisertum, weil der immer wieder überall auftauchen muss. Ja? Und die Reichsburgen, da setzt er eben seine Adligen ein. Hier Münzenberg ist das beste Beispiel. Da wird ein Ministerialer eingesetzt, der hier eben die Wetterau, die ein kaiserliches Eigenlehen war, verwalten sollte. Es gibt natürlich auch unabhängigere Adlige, also zum Beispiel Fürsten, Herzöge, die zwar unter dem Kaiser stehen, aber ihr eigenes Land verwalten. Und da haben wir eben ein dichtes Beziehungsnetz. Die haben auch ihre eigenen Untergebenen. Also das ganze Mittelalter besteht aus Lehenswesen. Wir haben immer, eine Burg ist immer irgendwie dem jeweils höheren untertan. Die Reichsburgen sind nur insofern interessant, dass sie tatsächlich direkt dem Kaiser unterstehen. Nicht mehr im normalen Lehen, es gehört dem Burgherrn, sondern ist tatsächlich etwas, was dem Kaiser direkt untersteht. Es gibt da keine Zwischenschichten mehr. Die Lehnspyramide wird da quasi umgangen. Da kann auch mal ein Ritter dann direkt reichsunmittelbar sein. Er kann direkt unter dem Kaiser stehen. Das ist eben das Besondere, dass hier diese klassische Lehnswesen haben wir im ersten Teil schon gehabt, und nur auf den reinen Adel bezogen stimmt diese Lehnspyramide auch ungefähr. Und die wird hier mehr oder weniger auch zur Kraft gesetzt. Durch diese Lehnspyramide hindurch, einmal durchgestochen, kann der Kaiser direkt Einfluss auf diese Burgen nehmen. In Frankreich gibt es zu Beginn des Mittelalters keine auf dem Reisekaisertum basierende Verwaltungsstruktur. So folgt die Burgenarchitektur hier weniger einem symbolischen, als vielmehr einem wehrhaften Baustil. Die Das ist jetzt aber eine schräge Definition. Was ist denn eine wehrhafte und was ist eine symbolische Baustruktur? Also wir haben einen großen Unterschied. In Frankreich haben wir bleiben am Turm, der Bergfried bleibt das Ideal. Also aus der Motte entwickelt sich ein sehr großer Turm, der auch bewohnt wird, während im deutschsprachigen Raum sich das Ganze meistens aufteilt in einen Bergfried und einen Palast, die nebeneinander existieren. Das ist der große Unterschied. Aber ich würde beiden sowohl eine symbolische Kraft als auch eine Wehrhaftigkeit zugestehen. Und wäre das richtig, müsste man ja im deutschsprachigen Raum auch zwischen Reichsburgen und Nicht-Reichsburgen unterscheiden, die aber letztlich baulich eigentlich keinen großen Unterschied aufweisen. Die französischen Donjons sind bis zum Ende des Mittelalters Wohn- und Wehrturm zugleich. Was ich gesagt habe. Und diese Donjon-Bauweise oder Keeps in England sind eben ganz, ganz typisch und unterscheiden sich sehr von der Bauweise hierzulande. Aus Schießschachten heraus verteidigt die Burgbesatzung den zentralen Turm mit Armbrüsten und Bögen. An der Turmspitze hervorspringende Wurföffnungen bieten die Möglichkeit, Angreifer selbst am Turmfuß zu bekämpfen. Ein Erfolgskonzept, das Wilhelm der Eroberer bei seiner Invasion Britanniens im Jahr 1066 auf die Insel exportiert. Auf dem zeitgenössischen Teppich von Bayeux ist sein erfolgreicher Kriegszug bis zur Schlacht von Hastings festgehalten.
ganz berühmt, die, also Teppich ist ja so ein schwieriger, es ist kein Teppich für den Boden, es ist ein Wandteppich, also eine Tapisserie quasi, aber ganz, ganz berühmt und eine großartige Quelle für die Zeit. Zu sehen sind auch die Pfeiler seiner Eroberungspolitik. Burgen, mit denen er das Land sichert. Fast 100 Burgen nimmt er ein oder lässt er neu errichten. Der nordfranzösische Bautyp bildet den Kern der britischen Burgenarchitektur. Doch setzt sich hier ein rechteckiger Grundriss durch. Die sogenannten Great Tower, auch Keeps genannt. Einer der ältesten ist heute ein Wahrzeichen Londons. Der White Tower wurde noch von Wilhelm dem Eroberer in Auftrag gegeben. Einen Turm wie den White Tower errichtet man, weil er gleich drei Eigenschaften in sich vereint. Er eignet sich als Residenz, er ist zweifelsohne sicher und kann somit längere Zeit gegen ein Belagerungsheer standhalten. Und drittens, und das ist vermutlich der wichtigste Punkt, so ein Turm sieht eindrucksvoll aus. Ein Turm dominiert immer die Landschaft, ist stets ein Blickfang und veranschaulicht dem Betrachter die Macht seines Besitzers. Aber haben wir uns nicht gesagt, dass die Burgen im Heiligen Römischen Reich mehr einen symbolischen Charakter hätten und die hier hauptsächlich wehrhaft sind? Und jetzt erklären Sie uns, wie symbolisch doch die Wirkung davon ist? Also, ich sehe den Unterschied zwischen beiden nicht. Beide Burgentypen haben natürlich beide Eigenschaften. Im 12. Jahrhundert wurde es zur Mode, den White Tower zu kopieren. Konstruktionsdetails des White Towers finden sich seither in allen Great Towers, die später entstanden sind. Burgenbauprogramme, wie sie die normannischen Eroberer in England durchführten, gab es nur wenige. Der Chronist Bruno von Merseburg berichtet in seinem Werk über die Sachsenkriege von einem Bauprogramm Kaiser Heinrichs IV. Bei Goslar lässt er 8 Burgen errichten, um Silberminen im Harz zu sichern. Sogleich machten sich die Burgmannen daran, das Umland zu unterwerfen, zu knechten und auszubeuten, heißt es. Ja, es ist wieder die Frage, welche Intention jetzt dahinter steckt. Also das klingt wieder so, man baut eine Burg und fängt an, alle zu knechten. Da muss man niemanden knechten. Die Leute sind eh der Burg zugehörig und müssen ihre Dienste leisten und ihre Abgaben leisten. Gleichzeitig ist der Umfang dieser Dienste und Abgaben auch sehr stark festgelegt. Also natürlich haben wir im Mittelalter auch Machtmissbrauch und alles, aber es klingt jetzt wieder so, als ob die Ritter nichts Besseres zu tun haben, als die armen Bauern zu terrorisieren. Das war in den meisten Fällen überhaupt nicht nötig. Also, in den meisten Fällen war das eher langweilig, weil die Sachen waren ausgemacht und man musste sich daran halten. Also mag sein, dass der Chronist das geschrieben hat. Mich würde interessieren, auf welcher Seite er stand und welcher Intention. Das ist ja immer die Frage bei so einer Quelle. Wer hat das geschrieben? Warum hat er das geschrieben? Für wen hat er das geschrieben? Wie sind die Intentionen dahinter? Nutznießer sind nicht nur die Kaiser und Könige. Die von ihnen auf den Reichsburgen eingesetzten Verwalter erlangen Bedeutung. Ministeriale nennt man diese Franchise-Nehmer. Hier, der Herr von Münzenberg war auch ein Ministerialer. Und Franchise-Nehmer, das ist halt Quatsch, weil das ganze Feudalsystem beruht darauf, dass Länder vergeben würden. Die Ministerialen sind jetzt aus einem anderen Grund was Besonderes, denn es hätten ja auch normale Adlige sein können. Stetig wächst ihr Besitz und Einfluss. Im Hochmittelalter bilden sie einen eigenen Adelsstand. Berühmte Geschlechter wie die von Pappenheim begannen als einfache Burgverwalter. Einfache Burgverwalter? Was ist denn ein einfacher Burgverwalter? Das ist so, das ist sowas wie der Durchschnittsmanager. Nein, die Ministerialen sind daher interessant, die waren mal unfrei. Das waren mal Unfreie, haben verschiedene Aufgaben gehabt. Verwalter, gehörten zum direkten Hofstaat, also eine Art Leibwachen, waren Kämpfer, aber waren eben unfrei. Und wenn eben Hochadlige jetzt Burgen errichten und dort Verwalter brauchen, dann greifen sie auf ihre Ministerialen zurück. Das sind ihre Leute, die sind direkt um sie. Das ist, also jetzt um sie wieder mit einem Gangster-Rapper zu vergleichen, ich habe ja mal den Vergleich gemacht, Ritter sind wie Gangster-Rapper. Der Anführer einer Gang hat irgendwo einen neuen Unterschlupf und wird jemanden aus seiner Gang nehmen und ihn da einsetzen, weil den kennt er, dem vertraut er. Das ist das, was da gemacht wird. Und diese Ministerialen, diese Unfreien, sind dann halt plötzlich in der Rolle eines Burgverwalters. Hier, der Herr von Münzenberg, im Besitz einer sehr, sehr mächtigen Burg, die die ganze Wetterau kontrolliert. Der ist auf einmal ein gemachter Mann. Und die steigen natürlich auch von der Macht her auf. Es gibt Ministeriale, immer noch rechtlich unfrei. Daran ändern die auch nichts. Warum sollten sie auch? Wenn man einen Unfreien rechtlich belangen will, muss man zum Kaiser gehen. Tolle Situation. Aber da haben wir eben Beispiele, die
Dutzende Burgen besessen haben, weil sie entsprechend mächtig geworden sind, sehr hoch geheiratet haben und daraus sind eben sehr, sehr mächtige Geschlechter erwachsen. Also diese Ministerialen sind durchaus interessant. Hier mal wieder extrem verkürzt wiedergegeben und halt die Sache mit der Unfreiheit. Manche Ministeriale werden später frei, gar keine Frage, aber viele bleiben bis zum Ende der Linie unfrei, zum Beispiel die Münzenberger. Das ist eben einfach verkürzt wiedergegeben. Schade, weil es ist ein total spannendes Thema. Knapp 100 Jahre sind seit Otto vergangen. Auch auf Burg Hammerstein hat nun ein Ministerialer namens Ludwig die Verantwortung. Er muss miterleben, wie der Stern der stolzen Festung zu sinken beginnt. Burgen sind nicht nur Stützpunkte für Krieger und Fürsten. Was haben die an? Also das, was sie da tragen, toll. Nettes Detail. Also solche, ich nehme an, es ist auf der Burg Hammerstein waren, glaube ich, die Reichsinsignien eine Zeit lang untergebracht. Ich denke mal, es geht um die Abtransport der Reichsinsignien. Aber guckt euch den daneben an. Der hat zwar einen Helm und ein Schwert. Schwert passt nicht in die Zeit. Und ansonsten trägt der Lumpen. Und der Burgherr, der Ministeriale, steht mit der Fackel auf der Mauer. Diese Fackeln sind sowieso Fackeln. Sie sind ebenso gigantische Tresore für Schätze eines Herrschers. Seit 1105 ist die Hammerstein Hüterin des wertvollsten Schatzes, den das Heilige Römische Reich zu bieten hat. Die Reichskleinodien. Nur mit den Insignien der Kaiserwürde konnte eine legitime Krönung durchgeführt werden. Diese Replikate. Warum guckt er so überrascht in die Kiste? Weiß der nicht, was auf seiner Burg vor sich geht? Werden die jetzt abtransportiert oder antransportiert? Keine Ahnung. Von Zepter, Schwert, Reichskrone und heiliger Lanze zeugen vom Prunk des alten Staatsschatzes. Wurde ein Kaiser ohne die Reichskleinodien gekrönt, kamen Zweifel an der Legitimität seiner Herrschaft auf. Um sie vor unbefugtem Zugriff zu schützen, was aber dann normalerweise nur passiert, wenn es irgendwie auch ein Gegenkaiser kam und Streit um die Krone gab und dann war der Zweifel an der Legitimation ja schon vorhanden. Wurden sie auf den sichersten Burgen des Reiches verwahrt. Aber das war die Hammerstein zu dieser Zeit nicht mehr. Neue Burgen machen ihr diesen Rang streitig. Hilflos muss Ludwig miterleben, wie auf Geheiß Kaiser Heinrichs des V. der Burg ihr größter Schatz genommen wird. Die Hammerstein wird von nun an keine Rolle mehr spielen in der Reichspolitik. Naja, aber es sind halt nicht die Insignien der Burg. Die gehören schon quasi dem Kaiser. Der darf die da wegholen, wenn er will. Auch da wieder schräge Darstellung, aber der hat halt einen anderen Ort dafür gesorgt. Vor allem, weil auch die Städte auf... streben und später wird Nürnberg eben der Ort, an dem die Reichsinsignien oder Reichskleinodien aufbewahrt werden. Über zwei Jahrhunderte wird es nun heißen, wer den Trifels hat, der hat das Reich. Denn in der Pfalz finden die Reichskleinodien 1125 eine neue Schatzkammer. Und mit ihnen steigt die Reichsburg Trifels zur wichtigsten Burg im Heiligen Römischen Reich auf. Kann man jetzt munter streiten. Der Trifels war jedoch nicht nur sicherer Aufbewahrungsort für Schätze aus Gold, Silber und Edelstein. Im Frühjahr 1193... Die Kutsche ist gar nicht mal so übel. ...zieht hier der wertvollste Gefangene seiner Zeit ein. Was haben sie denn da mit Leinen verdecken müssen am Ausgang? Eine rutschsichere Schicht oder sowas? Sehr lustig, da Leinen hinzubappen. Und bitte sagt mir nicht, dass das Richard Löwenherz sein soll. Der König von England, Richard Löwenherz. Oh ja, es gibt die Legende, dass er als Pilger gefangen genommen wurde und so. Darauf soll es garantiert anspielen. Aber dass Richard Löwenherz so rumläuft, wer denkt sich so? Und auch wieder die rechtliche Ausrüstung. Zum Schreien schlecht. Als Geisel Kaiser Heinrichs des VI. Wird er auf... Hat er da einen zerschlissenen Umhang?
Der König von England, Richard Löwenherz. Als Geisel Kaiser Heinrichs des VI. Wird er auf den Trifels gebracht. Während des dritten Kreuzzugs hatte sich Richard in Europa viele Feinde gemacht. Also vor allem hat er sich einen Feind groß gemacht, nämlich den Erzherzog von Österreich. Getarnt als Pilger musste er die Reise in seine Heimat über Land antreten. Doch nahe Wien fliegt im Dezember 1192 seine Tarnung auf. Seid ihr König Richard von England, den man neuerdings Löwenherz nennt? Mag sein. Und jetzt? Der englische König wird verhaftet. Natürlich antwortet er auf Deutsch. Natürlich fängt er eine Schlägerei an. Es ist Richard Löwenherz, nicht Bud Spencer. Über die Gefangennahme haben wir etliche Quellen. Es gibt sowohl englische Chronisten als auch deutschsprachige Chronisten, zum Beispiel Otto von Freising, die sich darüber unterschiedlich unterhalten. Die einen haben da geradezu Häme, dass der König von England sich so verkleidend durch die Lande stehlen musste. Die englischen Chronisten sagen eben, es war eine List und als er gefangen genommen wurde, hat er noch sehr königlich gehandelt und hätte sein Schwert nur dem Herzog Leopold übergeben. Das ist ganz unterschiedlich. Fakt ist aber, er wird gefangen genommen. Angeblich wird er auch an einem wertvollen Ring erkannt. Aber die Chroniken sprechen davon, dass er als einfacher Pilger gekleidet gewesen sei. Und das, was wir gerade gesehen haben, waren keine Pilger. Das hat nichts mit Pilgerausstattung zu tun. Die war weder zweckmäßig noch sonst irgendetwas. Da fehlen sämtliche Insignien, da fehlt auch die Zweckmäßigkeit der Kleidung. Also so sahen die nicht aus. Auf gar keinen Fall. Ein Gefangener dieser Klasse genoss eine besondere Behandlung. Schließlich versprach sich der Kaiser für ihn ein hohes Lösegeld. Eine gängige Praxis für adlige Geiseln. Und so wird Richard auch nicht in einem finsteren Verlies, sondern in ehrenvoller Haft gelebt haben, wie es heißt. Den Schrank eben haben wir schon mal gesehen, es ist derselbe Raum. Ehrenvoller Haft, also einen Ritter gefangen zu nehmen, einen Gegner gefangen zu nehmen und für ihn Lösegeld zu erpressen, war eine absolut übliche Behandlung. Das war überhaupt nichts Abschneidendes oder sonst irgendetwas. Im Gegenteil, letztlich ist es eine Lebensversicherung für den Ritter. Der kann davon ausgehen, dass er in der Schlacht vom Gegner nicht getötet wird, sondern er wird gefangen genommen. Das haben wir zum Beispiel im 100-jährigen Krieg, dass gefangene Ritter lange in Haft sind, bis das Lösegeld aufgebracht werden kann und dann werden sie wieder freigelassen. Bei der Haft von Richard Löwenherz auf Burg Trifels, erstens war die wohl nicht sehr lange, der ist ein bisschen herumgereicht worden. Er soll da auch zur Jagd ausgeritten sein und so. Also die Haft von ihm scheint recht angenehm gewesen zu sein. War auch nicht die ganze Zeit da, ist zum Beispiel zum Weihnachtsfest auch in Speyer gewesen. Also er wurde offenbar auch wie seinem Stand entsprechend behandelt. Er ist ein König nach wie vor. Und auch seine Kleidung. Dementsprechend, man hat ihn in Pilgerkleidung verhaftet, aber bis er auf der Trifels war, hat er garantiert schon andere Kleidung getragen. 100%. Den düsteren Kerker gab es ohnehin nur auf wenigen Burgen. Da sind sich die Burgenforscher heute sicher. Nicht wenigstens etwas. Auf ganz wenigen Burgen. Denn wir haben im Mittelalter keine Haft als Strafe groß. Das ist eine Ausnahme. Jeder finstere Raum auf einer Burg wurde auch als Verlies genutzt. Die Baupläne von Burgen verleiten allzu oft dazu, einen dunklen, ungemütlichen Turmkeller, der offenbar unbenutzbar war, als Verlies zu interpretieren. Natürlich haben wir Bauteile in der Burg, wo so etwas möglich wäre und wo die Fantasie es auch erbringt. Der Bergfried hat ein 6-8 Meter hohes Untergeschoss, das nur von oben zugänglich ist, das sich also als ein solches Verlies rein theoretisch eignen würde. Nur wie kommt man rein? Also eben nur durch das Loch von oben. Ich glaube eigentlich nicht, dass das im Normalfall als Verlies benutzt worden ist. Auch da gilt, es gibt wiederum Ausnahmen, es gibt sogar mal Quellenbelege, wo sowas passiert ist, aber nicht in der Regel, sondern nur in Ausnahmefällen. Das ist eine großartige Aussage, weil das ist was ich auch sehr, sehr oft mache. Ich mache ja auch Burgführung hier, das muss ich immer wieder erzählen, dass unten im Bergfried, da hat man ganz oft diesen Raum, der nur von oben erreichbar ist, das ist in der Vorstellung der Leute immer ein Kerker, aber man braucht gar nicht so viel Kerker, weil wenn man Gefangene hat, dann sind es wertvolle Gefangene, eben Adlige, für die es Lösegeld gibt. Einfache Verbrecher werden ganz selten gefangen genommen. Und wenn, dann hat man sie auf speziellen Orten, wo man sie eben
in Haft halten kann ich auf einer x-beliebigen Burg. Und die Vorstellung ist, es gibt dann auch so Gruselgeschichten, die werden dann da reingeworfen, brechen sich direkt schon die Beine und sitzen da im Dunkeln. Die kann man auch direkt den Kopf kürzer machen. Das ist nicht sinnvoll. Tatsächlich sind viele dieser Räume eher Lagerräume. Und da ist das von oben beschicken gar nicht doof. Man bindet das an Seil, kann auch jemand, der ablassen hat, da einen gekühlten Raum für Vorräte und ähnliches. Absolut brauchbar. Es sind eben in der Regel keine Kerker. Wie er schon gesagt hat, auch richtige Aussage. Wir haben Quellen dafür, aber das ist dann wieder ein Ereignis, nicht die Struktur. Es ist die Ausnahme. Also, da bin ich voll dabei. Die Haftbedingungen auf der Reichsburg Trifels konnten für die durchweg adeligen Gefangenen des Kaisers sehr unterschiedlich sein. Wie Richard Löwenherz wird 1113 Markgraf Wiprecht von Greutsch hier in ritterlicher Haft verwahrt. Man sieht bei dem Bild, das gerade gezeigt wird, ist es ganz sicher 12. Jahrhundert. Ich hätte es jetzt als Laie auf 16. Jahrhundert getippt, anhand der Rüstung so, aber was weiß ich schon, bestimmt. Ich habe keine Ahnung, wen sie da gerade zeigen. Aber mit der Figur, über die sie gerade reden, hat es wahrscheinlich eher nichts zu tun. Seinem Mitinsassen, Erzbischof Adelbert von Mainz hingegen, erging es nicht so gut. Bis auf die Knochen abgemagert, halb tot und mit langem grauem Bart soll er 1115 entlassen worden sein. Noch schlechter erging es einer Gruppe sizilianischer Adliger, die 1194 an einer Verschwörung gegen Heinrich VI. Beteiligt waren und auf dem Trifels inhaftiert wurden. Als es 3 Jahre später erneut zu einem Anschlag kommt, lässt Heinrich die Gefangenen aus Rache blenden. Da ist jetzt der Punkt, es sind Verschwörer, da ist eventuell auch, also da ist die Haft tatsächlich als Strafe da und auch als Geiselhaft, also die haben ja Mitverschwörer und Verwandte, das ist ein Versuch, sie als Geiseln zu halten. Bis zum Blenden, wie sie da gelebt haben, das wäre wieder die gute Frage. Das sind Adlige aus Sizilien. Also da muss man schauen, wie haben die tatsächlich gelebt? Haben die im Kerker gehaust oder hatten die angenehme Räume? Aber der Punkt ist, es sind Geiseln. Und dass sie dann geblendet werden, sagt erstmal wenig über die Haftbedingungen aus. Richard Löwenherz wird von solchen Grausamkeiten nur wenig mitbekommen haben. Okay, jetzt ist er besser gekleidet, aber er ist in Baumwollsamt gekleidet. Also auch die Klamotten, auch die Haare, die Frisur. Was soll ich sagen? Seine Haft ist mit allerlei Annehmlichkeiten verbunden. Mit seinen Wachen soll er sogar Trinkgelage und Ringkämpfe abgehalten haben. Warum ärgert er mich so? Der König von England greift mit beiden Händen ins Huhn, zerfetzt es und... Leute, informiert euch doch wenigstens ein ganz klein bisschen über mittelalterliche Tischsitten. So ein ganz klein bisschen. Es ist nicht so, dass die keine Tischsitten haben. Im Gegenteil, wir haben ganz viele Tischsitten. Höfische Kultur war zu dem Zeitpunkt, ich meine, das sind letztlich Schläger, das sind Berufsschläger, aber die haben eine Tünsche aus Kultur darüber. Minnekultur, höfische Kultur. Also gerade in der Zeit ist das ganz wichtig, dass ein Ritter sich nach außen entsprechend gibt und ein König noch doppelt. Ich meine, in der ganzen mittelalterlichen Küche gebratenes Huhn, furchtbar lecker, aber es hat in der mittelalterlichen Küche in der Form nichts zu suchen. Es ist keine übliche Mahlzeit. Und dann schon gar nicht so gegessen. Was soll der Mist? Selbst seine Staatsgeschäfte. Ist es ein gedrucktes Buch? Das wäre sensationell. Also der ganze Einband ist nicht zeitgenössig. Aber ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber also das Buch, das er hat, ist nicht aus seiner Zeit im Leben. Darf er aus der sicheren Verwahrung heraus weiterführen? In einer Legende heißt es, er sei durch einen umherziehenden britischen Troubadour auf dem Trifels entdeckt und befreit worden. Die Wahrheit ist nüchterner. Also natürlich darf er seine Staatsgeschäfte weiterführen. Er kriegt auch Briefe und alles, weil er muss sein Land ja regieren. Das ist ja auch nicht im Sinn des Kaisers, ihn da irgendwie daran zu hindern. Also auch da sieht man wieder, es ist eine andere Art von Haft, als man sich das gerne vorstellt. Tatsächlich fordert der Kaiser für Richards Freilassung viel. Nicht nur Waffenhilfe bei der Eroberung Siziliens, sondern vor allem ein kaum aufzubringendes Lösegeld. Aber welche Option hat Richard? Also, um die Zahl mal klar zu machen, es sind 100.000 Mark Silber. Eine Mark Silber, eine Gewichtseinheit, da kommt der Begriff her. Eine Mark Silber oder überhaupt eine Mark ist ein halbes Pfund. 100.000 Mark Silber sind 25 Tonnen Silber.
Das ist das Lösegeld für Richard Löwenherz. Und nach damaliger Kaufkraft ist das noch erheblich mehr als nach heutiger Kaufkraft. Man schätzt so, es ist ungefähr das, die Einnahmen der britischen Krone für 2 Jahre. Er muss die Bedingungen annehmen. 35.000 Kilo Silber, etwa das dreifache Jahreseinkommen der Engländer. Also bei mir sind es 25.000 Silber. Aber auch nur ganz grob, es ist ja 250 Gramm, ist nicht genau, aber ich würde sagen 25.000 Kilo Silber. Er hat natürlich ein Problem, er hat seinen Bruder Johann Uhneland, den kennt er aus der Robin Hood-Geschichte, der holt sich den französischen König zu Hilfe, der will gerne auf dem Thron bleiben, der bietet dem Kaiser sogar Geld für jeden Monat, glaube ich, den Richard weiter in Haft bleibt. Heiße Familie, haben wir letztens schon mal, die Mutter von Richard Löwenherz, Eleonor von Aquitanien, haben wir ja im Film über Frauengestalten im Mittelalter gehabt, also ganz, ganz, ganz spannende Geschichte, das Ganze insgesamt. Die englische Krone wird er entrichten. Damit stürzt er England in eine schwere Wirtschaftskrise, erlangt jedoch im Jahr 1194 seine Freiheit zurück. Auf seinem Kreuzzug ins Heilige Land und während seiner Gefangenschaft im Heiligen Römischen Reich hat Richard viel Wissen über Burgen sammeln können. Und die durch Innenansicht von einer Burg. Okay. Das setzt er nur 2 Jahre nach seiner Gefangenschaft praktisch um. In der Normandie lässt er das eindrucksvolle Château Gaillard errichten. Eine Burg, mit der Richard die europäische Wehrarchitektur in ein neues Zeitalter führen möchte. Nach nur einem Jahr Bauzeit kann Richard voller Stolz auf die Burg schauen. Dabei soll er gesagt haben, welch schöne Tochter von einem Jahr ich doch habe. Château Gaillard galt lange Zeit als die erste Burg, die den revolutionären Schritt von einer passiven Burg des 12. Jahrhunderts zu einer Burg mit aktiver Verteidigung machte. Heute differenziert man diese Behauptung, da Château Gaillard keine Vorgänger- und Nachfolgebauten hat. Damit will ich sagen, wir können nur schwer eine Entwicklungslinie zu ihren orientalischen Vorbildern erkennen. Und auch sämtliche Bauprinzipien, die die Burg charakterisieren, werden später keine Rolle mehr spielen. Richard Löwenherz' Versuche, eine neue Architektur für uneinnehmbare Burgen zu etablieren, scheitern bereits 8 Jahre später. Der französische König Philipp II. Greift die Burg 1204 mit 6000 Männern an. Die erste Mauer überwinden sie mit Hilfe eines Belagerungsturms. Über eine niedrig gelegene Toilettenöffnung gelangen die ersten Kämpfer in den zweiten Burghof. Die Kernburg wird schließlich durch einen gegrabenen Tunnel erreicht, bevor es im Burghof zum finalen Kampf kommt. In den vorhergehenden Jahrhunderten hatte die Belagerungstechnik große Fortschritte gemacht. Diese Techniken verfehlten auch bei Château Gaillard nicht ihre Wirkung. Bei geschickt platzierten Burgen ist es selten möglich, Belagerungsgerät einzusetzen. Eine Erstürmung ist nur unter schwersten Verlusten möglich. Ja, das hatten wir vorhin ja schon. Zum Beispiel Höhenburgen sind ja sehr gut, aber es hat nicht überall Höhen. Man muss auch Gebiete kontrollieren, in denen diese Vorteile eben nicht vorhanden waren. Geschickter ist es, Bergarbeiter einzusetzen. Sie können schützende Gräben anlegen, um in die Nähe der Burg zu gelangen. Hier können diese Sapeure mit Spitzhacke, Hammer und Meißel ein Loch in den Mauerfuß hacken und den Angreifern Zutritt verschaffen. Auch da, wo es möglich ist. Wir hatten ja gerade das Beispiel Neuss, habe ich hier letzte Woche erst einen Film zugemacht, über die Belagerung. Und da wird auch versucht, Minen zu bauen. Aber dazu muss erstmal das Ganze trockengelegt werden. Es ist zu feucht, es sind zu viele Quellen. Und erst als die trockenlegen gelingt, kann man eine Mine beginnen. Der Boden ist sehr, sehr schwierig. Auch einfach unter der Mauer. Das wird auch relativ schnell gelöst, indem man die Mauer im Innen mit Bögen versieht und das Ganze viel stabiler macht. So einfach ist das Ganze nicht. Diese Gräben zum Beispiel, das ist eine Veränderung in der Belagerungstaktik. Haben wir eben auch bei Neuss, haben wir später auch bei der Belagerung von Rhodos und so etwas. Da haben wir einen richtig gehenden Grabenkrieg. Auch mit Gegenstollen und Gegenmaßnahmen, das wird richtig groß, aber das ist eben neu. Bis dahin war das noch gar nicht nötig, bis dahin hat man noch sich anders geholfen. Aber jetzt haben wir gesehen, wir haben allein 3 Mauerringe, die einzeln angegangen werden muss. Und so, dass wir ein Belagerungsturm ist super gegen den äußeren Mauerring. Aber wie kriege ich den Belagerungsturm danach in die Burg, um den zweiten Ring anzugehen? Also da wird es dann tatsächlich echt schwierig. Sicherer ist ein Tunnel. Unter der Mauer angekommen, verfüllt man ihn mit brennbarem Material.
Das Feuer zerfrisst die hölzernen Balken, die Mauer stürzt ein. Verwegener ist der Angriff mit Sturmleitern oder auch mit menschlichen Pyramiden. Bis ins Spätmittelalter finden sich Berichte. Menschliche Pyramiden? Oh, das wäre mir jetzt neu. Das geht aber nur um einer ganz kleinen Mauer. Über derartige Angriffe. Weitaus hinterhältiger, aber nicht seltener, ist die Bestechung eines Burginsassen oder das Einschleusen eines Verräters. Auf Burg Elz an der Mosel wird im Jahr 1331 ein weiterer entscheidender Faktor beim Kampf um die Burg deutlich. Psychologie. Bischof Balduin von Trier will die Burg erobern, um die Ritter von Ehrenberg, Schöneck, Waldeck und von Elz in ihre Schranken zu weisen. Bereits seit Monaten schwelt die Elzer Fehde. Mit einem kleinen Heer lässt Balduin die Burg belagern. Also sie versuchen wenigstens so die Zeit von der Ausrüstung zu treffen. Also wir haben jetzt immer einen Beckenhauben, ja? Dass wir dann darunter ein blankes Kettenhemd sehen, passt halt in die Zeit überhaupt nicht. Wir sind im 14. Jahrhundert, also passt nicht. Die Zelte dagegen nicht schlecht rein optisch. Also das Bild, wenn man die beiden Wachen jetzt austauschen würde, wäre dieses Bild gar nicht mal so furchtbar. Aber sie treffen es halt auch nie. Wie gesagt, sie bemühen sich, aber gut wird es dadurch halt eben nicht. Sein Ziel? Okay, jetzt ist alles Gute, was ich gesagt habe, schon wieder vorbei, weil jetzt haben wir irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht in die Zeit passen. Weite Hosen. Warte, da hinten Gummistiefel an? Sind das Gummistiefel? Keine Ahnung. Aber also das ist jetzt, hat überhaupt nichts mit dem 14. Jahrhundert zu tun und auch sonst mit dem Mittelalter eigentlich nicht. Ich kann mich hier entscheiden, ob die Kettenhaube, die da direkt in der Bildmitte trägt, ob das Kettengeflecht oder Pelz sein soll, so Plüschpelz oder so, keine Ahnung. Die Elzer Versorgung zu unterbrechen und die Burgbesatzung. Ah, Strickkettenhemden. Okay, sind Strickkettenhemden. So zur Aufgabe zwingen. Doch je länger die Belagerung andauert, desto schwieriger ist es, die Moral der eigenen Truppe aufrechtzuerhalten. Hey, komm! Denn irgendwie schaffen es die Burgbewohner zu überleben. Ja. Diese Dialoge, ey, hey, komm! Irgendwann mache ich mal einen Film nur über solche Spielszenen. Immer wieder gelingt es den Elzern, Proviant in die Burg zu bringen. Hey, verfolgt ihn! Zwei Mann, sofort! Ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Das bei anhaltendem. Was hat er gerade mit seinem Schwert gemacht? Hält's am Knauf und dreht's einmal komisch. Okay, aber hatten wir die Szene mit diesem Reiter nicht am Anfang schon mal im Frühmittelalter? Das ist doch genau dieselbe Szene, oder? Es gibt so Berichte darüber, dass Versorgung reingebracht wurde in Burgen. In Neuss hatten wir es. In Neuss haben die Kölner es geschafft, dass 500 oder 600 Söldner in die Stadt kommen und noch Salpeter für Schießpulver mittransportieren, und zwar insgesamt mehrere Tonnen. Das gibt es. Aber das hat sich nicht so abgespielt, weil was ist denn das für eine Belagerung? Bewachen die das feindliche Tor nicht? Was für ein Quatsch! Und ich vorstelle, dass ein Belagerungslager so aussieht. Ganz schlimmer Unfug. Das muss befestigt werden. Sonst ist man doch jedem Ausfall schutzlos ausgeliefert. Also ein Feldlager in der Belagerung sieht nicht so aus. Da werden hölzerne Palisaden aufgebaut, da werden wir reden aus einer Zeit, wo Feuerwaffen oder Schusswaffen immer stärker werden. Bei Elz dürfte es gar keine Feuerwaffen gegeben haben, auch wenn die derzeit schon da sind. Aber man braucht auch gegen feindliche Geschütze, feindliche Angriffe Verteidigung. Und nie sieht ein Lager für eine Belagerung so aus, weil das ist ja von allen Seiten angreifbar. Man stellt sich vor, da kommt ein Satz, die sind alle tot. Misserfolg der Belagerer häufig zur Selbstauflösung des Heeres führte. Verdammt. Naja, Selbstauflösung des Heeres ist sehr einfach. Wir reden von feudalen Herren. Die sind nur zeitweise verpflichtet. Das sind oft keine Söldner, sondern eben Adlige, die zur Heerfolge leisten müssen. Und sobald der Grund vorbei ist, geht man schnellstmöglich wieder heim. Für längere Belagerungen sind dagegen Soldknechte durchaus sinnvoller, weil die bleiben, solange sie bezahlt werden. Aber auch die gehen halt, sobald das Geld weg ist. Also, wenn der Grund für die Belagerung vorbei ist oder nicht mehr existiert, dann ist es für den Adligen sogar sinnvoll, die so schnell wie möglich sich auflösen zu lassen, weil sonst muss er sie bezahlen.
Das lässt sich nur verhindern, indem man den Lebensstandard der eigenen Truppe hebt. Also ganz ehrlich, die Ausstattung, dafür würde man im Live-Rollenspiel ausgelacht werden. Ist jetzt kein Scherz, ist keine Polemik. Aber das ist richtig, richtig hundsmiserabel. Raus aus den kalten, feuchten Zelten in ein festes Heim kann eine Lösung heißen. Und so errichten die Belagerer eine Gegenburg unweit von Elz. Dass man Mühle mit Türmen spielt, ist mir jetzt auch klar. Also es gibt bei Elz eine Gegenburg, die ist jetzt nicht wirklich Teil einer Belagerung. Lustig, was ich gesagt habe, eben so Befestigung von Lagern. Wir haben in Neuss, da gab es einen Markt im Lager der Angreifer und es gab feste Häuser. Das sagt ihr, ihr zeigt es aber nicht. Was ihr zeigt, sind diese Zelte, ist dieses desolate Zeltlager. Und wie gesagt, die Gegenburg, die ihr habt, die gibt es. Bei Elz gibt es diese Gegenburg, aber die ist halt nicht Teil irgendwie einer Belagerung, sondern ein langfristiger Versuch, die Macht der Burg zu brechen. Weil auf jede Maßnahme einer Burg ist ja auch ein Kontrollmechanismus. Ja? Also in Elz nicht so, das liegt in dem Tal, aber jetzt hier in Münzenberg. Man sieht von der Münzenberg aus über die gesamte Wetterau. Da reicht oben ein Wächter, der die Umgebung kontrolliert. Und dann schickt man berittene Reiter außen, wenn irgendwas sein sollte. So kann man ein Gebiet kontrollieren. Mit einer Gegenburg ist das nicht mehr ganz so einfach, denn auf jede Aktion kann eine Gegenaktion folgen. Also es ist im Prinzip so wie beim Schachspielen, die Burg wird bedroht durch eine andere Burg. Und einfach nur die Bedrohung steht. Heute ist kaum noch etwas von der Trutz Elz übrig. Nur wenige hundert Meter von der ursprünglichen Burg entfernt erhebt sich ihre Ruine. Auf einer annähernd quadratischen Grundfläche stand einst der Wohnturm, der gegen die Burg Elz mit einer Schildmauer geschützt war. Ihre Position verrät etwas Entscheidendes. Trotz der Nähe zur Burg waren die Elzer nicht in der Lage, den Bau zu verhindern. Einen immensen psychologischen Druck muss so ein Bauwerk auf die Belagerten ausgeübt haben. Die Trutzburg ist ein Konzept, das immer wieder zum Einsatz kam. In der hessischen Kleinstadt Runkel beherrscht noch heute die gleichnamige Burg den Ort. Ihr gegenüber wurde bis 1288 die Burg Schadeck errichtet. Diese Burgen waren ein hervorragendes Mittel, um den Gegenspielern zu zeigen, wir sind gekommen, um zu bleiben. Die Dauer von Belagerungen hing von vielen Faktoren ab. Entscheidend. Das ist, glaube ich, die Burg aus der SWR-Reportage damals. Zu groß, zu Fantasy. Waren unter anderem die Hartnäckigkeit der Angreifer und der Durchhaltewille der Belagerten. Burg Rheinfels, oberhalb von St. Goa, und die Burg Montségur in den Pyrenäen leisteten knapp ein Jahr Widerstand. Ja, Neuss eben auch. Zu Neuss habe ich ja gerade was gemacht, auch ein Jahr Widerstand. Burg Turant an der Mosel und das erwähnte Château Gaillard in der Normandie hielten es sogar 2 Jahre aus. Das internationale Spitzenfeld bei Burgbelagerungen, zu dem auch Burg Elz gehört. Nur gut vorbereitete Burgen konnten einer so langen Belagerung standhalten. Schöne Ausstattung in Elz. Nicht alles historisch, muss man sehr genau hinschauen, aber grundsätzlich so ein Eindruck, sind nette Sachen dabei. Und dies bedeutete, ausreichend Nahrungsmittel zu horten, die lange gelagert werden konnten. Wenn eine Burg wirklich mal belagert wurde, dann ging es natürlich darum, dass man sich gut verproviantiert hat im Vorfeld. Dazu gehört, dass man Fleisch aufbewahrt hat, Fisch aufbewahrt hat, eingepökelt hat, dass man Getreide irgendwo eingelagert hat, Trockenfrüchte, Gemüse, aber... Ganz wichtig, Lebendvieh. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Letztlich hing es immer davon ab, wie lange eine Belagerung dauerte, ob der Proviant reichte, ob das Wasser vor allen Dingen auch reichte. Und viele Plätze wurden eigentlich übergeben, weil dann irgendwann die Hungersnot so groß war, dass man diese Burgen nicht behalten konnte. Viel Proviant half wenig, wenn die Versorgung mit Wasser nicht sichergestellt werden konnte. Der tägliche Wasserverbrauch wird pro Kopf auf etwa 5 Liter geschätzt.
Also nicht nur Trinkwasser, sondern auch sonstiges Gebrauchswasser. Das ist mehr als nur das, was getrunken wird. Selten entsprang eine Quelle im Burgbereich und Wasserzuleitungen von außerhalb konnten schnell unterbrochen werden. Also die Quelle im Burgbereich, Brunnen, Grundwasser. Das ist der Weg, der meistens gegangen wurde. So war man besonders auf Höhenburgen darauf angewiesen, Regenwasser zu sammeln oder Brunnen auszuheben. Und sie zeigen wieder den Brunnen, der frei steht. Ich hoffe, es wird auch gleich andere Bilder geben. Aber diese Idee, das ist so diese typische Idee, man hat einen Burghof und da steht ein Brunnen. Ganz falsch. Und wenn sie es nicht zeigen, erzähle ich gleich noch was dazu. Die Wasserversorgung in der Burg, in der Höhenburg, in der niederdeutschen Tiefebene, wo man 5 Meter bis zum Grundwasserspiegel hat, sieht das natürlich anders aus. Ich mag den Mann, der differenziert. Ist grundsätzlich die Zisterne. Wenn man nach Tiefbrunnen sucht, sind sie entweder königlich, Trifels, Ende 12., Anfang 13. Jahrhundert, Kyffhäuser, Karlstein, das sind die. Kyffhäuser, einer der tiefsten Burgbrunnen überhaupt, über 170 Meter tief, ich glaube 176, irres Ding. Die 3 großen Tiefbrunnen, die man aber so weit nach außen lagert, dass man möglichst nicht so ganz tief in den Erdboden rein muss. Auf Burg Trifels musste der Brunnenschacht knapp 80 Meter durch das harte Gestein getrieben werden. Ich muss mir aber widersprechen, weil zum Beispiel auch die Ronneburg bei Frankfurt hat einen Tiefbrunnen 80 oder 90 Meter. Auch hier die Burg Münzenberg hat einen Tiefbrunnen. Also es gibt da schon ein paar mehr, auch wenn er nicht Unrecht hat. Zisternen sind oft ein Ding. Aber ich erzähle gleich noch mal was dazu, warum das so ist. Bergarbeiter arbeiteten sich mit Hacken Meter für Meter vorwärts. In Extremfällen waren es sogar bis zu 176 Meter. Da konnte der Brunnenbau schon mal bis zu 40 Jahre dauern und genauso viel kosten wie der Rest der Anlage. Okay, erzählen Sie nichts mehr zu. Ist eigentlich ganz spannend, weil diese Tiefe hat ein ganz großes Problem, abgesehen vom Durchhauen. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ab 6 Meter benutzt die Feuerwehr heute bei Brunnen und Schächten Atemausrüstung. Weil bei der Tiefe, die ausgeatmete Luft, das tauscht sich nicht mehr aus. Man erstickt da. Man erstickt eine eigene ausgeatmete Luft. Und dementsprechend wissen wir von Brunnenbauern im Mittelalter, die haben Belüftungen anlegen müssen. Die mussten Holzschächte anlegen, mussten dann mit Blasebälgern das Ganze belüften. Gibt es nicht so wahnsinnig viele Quellen dazu, denn das war im Prinzip, Handwerksgeheimnis ist jetzt zu groß gesagt, aber es war etwas, womit die nicht hausieren gegangen sind, weil das war ihr Handwerk. Und die Kosten waren eben immens, also 176 Meter sowieso, aber auch beim normalen Brunnen so in der Höhe kann man sagen, ist etwa der Preis eines Turmes, also vergleichbar. Wo man kein Grundwasser gefunden hat. Es gibt tatsächlich Brunnenbohrungen, wo kein Grundwasser gefunden wurde, da steht dann oft auch keine Burg. Wenn eine Zisterne nötig war, dann wurde sie gemacht, aber Zisterne denkt man auch so einfach irgendwie einen Schacht, der sie mit Wasser füllt. Der war ganz oft aufgefüllt mit Schieferplatten, mit Kies, mit Sand, um quasi einen Filter zu machen. Das war ein großer Britta-Filter. Oben kommt das Wasser rein, sickert durch die Kies und Sand durch und unten sammelt er sich und man kann ihn rausholen. Einfach Wasser in einem Schacht würde halt nicht funktionieren. Das wäre keine so wahnsinnig gute Idee. Aber diese Zisternen haben eben funktioniert. Ideal war aber tatsächlich der Tiefenbrunnen. Und auch dann hat man gerne deswegen mag ich diese Darstellung nicht, der Brunnen ist so einfach auf der Fläche. Und dann kommt die Magd und schmeißt den Eimer rein und kurbelt das Ganze wieder hoch. Die Magd muss so einen Oberarm haben, weil ein Seil von 176 Meter Länge und unten dran hängt ein Eimer, den sie da einmal wieder hochkurbelt. Auf der Ronneburg kann man es heute noch sehr schön sehen. Da ist der Brunnen sicher in einem Turm unten. Ich glaube, es ist ein Turm, zumindest in einem festen Gebäude untergebracht. Daneben ist ein großes Laufrad. Da können Leute das Ganze hochheben. Und man hat natürlich keinen Einzeleimer. Wenn, dann hat man eher eine Eimerkette, denn man braucht ja stetiges Wasser. Also so kann man sich einen Brunnen eher vorstellen. Wahnsinnig viel Aufwand, um so eine Burg zu versorgen. Gesichert natürlich, denn ein Brunnen ist angreifbar. Ein totes Tier reingeworfen und der Verteidiger hat ein Problem. Ganz, ganz viel Aufwand, um die Burg dann Wasser zu versorgen. Auch ganz viel intelligente Entscheidung, ganz viel gutes Design dieser Brunnen und eben nicht der Brunnen, der einfach irgendwie mitten auf dem Burghof steht. Da hätte ich schönes Schaumaterial zeigen können. Hab da leider nicht gemacht. Schade. Auf Burg Elz behilft man sich mit einer eigens gebauten Zisterne, in der Regenwasser aufgefangen wird. Und so können die Burgbewohner die Belagerung gut überstehen. Auch die Trutz Elz gegenüber scheint die Burgbewohner die tragen. Nicht groß zu beeindrucken. Und so fahren die Belagerer härtere Geschütze auf.
Mit einem riesigen Katapult wird die Burg Eltz von der Gegenburg angegriffen. Vorsicht! Ihr Ziel ist es nicht, die... Und so, liebe Kinder, funktioniert ein Katapult nicht. Also, wenn der Stein da kommt, kommt er in einem anderen Winkel, nicht in der Form, und den sieht nicht einer und ruft Vorsicht, und dann wird irgendwo ein Fass kaputt gehauen und alle rennen weg. Da muss keiner mehr rennen. Bis der nächste Stein kommt, dauert eine ganze Weile. Wir reden hier nicht vom Bombenhagel. Wir reden von einem, also in dem Fall nicht Katapult, sondern Tribok, aber ist vollkommen egal. So funktioniert er nicht. Und wenn der so in den Hof fliegt und Fass zerstört, dann haben wir Glück gehabt, denn eigentlich hat er ein anderes Ziel. Der will ja jetzt die Mauer treffen. Die Burg zu zerstören. Es ist der Psychoterror gegen die Burgbewohner, die von nun an gefahrlos keinen Schritt mehr vor die Tür setzen können. Ach so, Belagerungsgeräte wie Triebböcke sind gar nicht dazu, um die Mauer zu beschädigen. Okay, das war mir jetzt neu. Das ist Bombenterror. Was? Und warum liegt da schon wieder Stroh auf der Straße? Ich meine, immerhin kein Dreck, aber warum ist da immer unordentlich? Mit einer solchen Blide wird Burg Eltz im Jahr 1333 beschossen. Ja, nicht mit einer solchen. Die Spacksschrauben hatten sie 1333 noch nicht. Aber ich weiß, darum geht's nicht. Es war nur Nitpicking von Zeitgenossen mir. Beschreiben es als Instrumentum Diabolicum, als Teufelsgerät. Im oberfränkischen Wunsiedel befindet sich der Nachbau eines solchen Katapults. Auf einer Versuchsdistanz von 130 Metern wollen wir die Effektivität des Kriegsgeräts testen. Also erheblich mehr Abstand als zur Burg trotz Eltz. Aber gut. Michael Fuchs und die Mitglieder des Vereins Collis Klammert betreiben diese 16 Meter hohe Bliede. Sie wurde auf der... Also ich... Respekt für den Bau und die Mühe und so. Aber das ist halt kein sehr guter Nachbau, weil wir sehen hier ganz, ganz viele moderne Dinge. Wird jetzt nicht auf das, was gezeigt wird, darauf jetzt keinen Einfluss haben, ja, aber... Also wenn ihr mal schaut, ganz, ganz viel modernes Material, auch ganz moderne Stahlträger und so. Der Grundlage von mittelalterlichen Darstellungen rekonstruiert und ist nur in der Sicherheit modernen Erfordernissen angepasst. Für Archäologen und Historiker zeigt diese Art der experimentellen Archäologie die Glaubwürdigkeit schriftlicher Überlieferungen. Mittelalterlichen Quellen zufolge wurden mit Bliden Ziele in 300 bis 500 Metern Entfernung bekämpft. Bei voller Auslastung ist diese Bliede sogar in der Lage, 75 Kilogramm schwere Steine über eine Distanz von einem Kilometer in ein Zielfeld von nur 5 Quadratmetern zu schleudern. Die Spuren, die der Stein am Ziel hinterlassen hat, verraten die Effektivität des Katapults. Ist es natürlich schon spannend, welche Durchschlag. Also, schade, dass so viel mit Schnitten gearbeitet haben, weil sowas zu sehen ist spannend. Früher gab es auf der Ronneburg bei Frankfurt auch mal so eine Blide, eine feststehende. Das war sehr, sehr eindrucksvoll zu sehen. Was einem zuerst auffällt, der Stein fliegt viel langsamer, als man das denkt. Also wenn man so zum Beispiel guckt, Königreich der Himmel ist da als Film so ein Beispiel. Hochgeschwindigkeitskatapulte, ganz schnell fliegende Steine und massenhaft auch, müssen natürlich auch immer brennen. Es wirkt viel unspektakulärer. Dieser Stein scheint fast in Zeitlupe sich zu bewegen. Also gar nicht schnell, muss er auch nicht, wozu? Den Aufschlag spürt man dann tatsächlich im Boden. Also das ist, wenn der groß genug ist, dann ist das wirklich ein Rumsen, das durch den Boden geht. Und hier haben sie halt jetzt auf so eine Sperrholzburg geschossen. Das ist sehr schade. Es gab mal eine sehr gute Dokumentation von der BBC. Da haben sie zwei Geschütze gebaut, nämlich einen Tribok und eine Blide. Der Unterschied ist, das eine ist auf Rollen gelagert, das andere nicht, aber wirklich Kleinkram. Und damit haben sie auf eine Mauer geschossen. Und zwar auf eine Mauer, die tatsächlich eine gute Rekonstruktion war. War eine ganz tolle Sendung, habe ich sehr geliebt, habe ich leider nie wieder gesehen. Und da hat man eben gesehen, was dieser Stein am Mauerwerk anrichtet. Also so ein Holzbalken, klar, den zerfetzt er, aber dafür ist er nicht da.
Es fliegen halt nicht die Splitter und alles, wie man sich das vorstellt, aber nach wenigen Schuss hat man deutliche Risse in der Mauer, auch auf der Innenseite. Man muss die Mauer schon entsprechend bauen, damit diese Wucht nicht einfach nach innen durchgetragen wird. Also je massiver die Mauer, umso mehr Schaden ist das tatsächlich. Und nach wenigen Schüssen ist diese Mauer instabil gewesen. Und die hätten die Mauer auch zum Einsturz gebracht. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, wenn so eine Blide auf denselben Punkt schießen kann, was der an der Mauer anrichten kann. Das hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Und es war natürlich auch toll gebaut, weil sie haben da zwei Teams haben diese Belagerungsmaschinen hochgezogen. War wirklich, wirklich gut. Und hier, wie gesagt, die Schnitte machen den Eindruck halt kaputt. Und dass wir auf so eine Sperrholzburg am Ende schießen, das zeigt halt auch gar nichts, weil da hätte ich lieber gesehen, was macht es mit der Mauer. Schlagskraft zu einer Blide entwickelt, das sehen wir auch hier sehr schön. Insofern ist es auch für uns als Burgenforscher spannend. Wir können uns schon ausrechnen, was da mit den Burgen passiert ist bei sowas. Mauern wird man nicht erschlagen haben können, aber man kann die Zinnen abrasieren, man kann die Schwachstellen einer Burg anvisieren. Die Burg steht ja völlig fest. Doch, man kann die Mauer zum Einsturz bringen. Halt nicht an einem Tag, auch nicht an zwei, drei oder vier. Aber genau wie Belagerungsgeschütze später schießen sie sich halt auf die Stelle ein. Und die Schüsse sind reproduzierbar. Wenn das Gewicht sich nicht verändert, sowohl vom Geschoss als auch vom Gegengewicht an der Blide, dann kann man das relativ gut zielen. Und es sind halt jetzt, die Treffergruppen sind halt nicht wie bei modernen Geschützen, die sind größer, aber doch mit der Zeit kann ich eine Mauer mürbe machen und zerstören. Das ist der Sinn des Ganzen. Jetzt werden sie bestimmt noch irgendein Brandgeschoss verschießen. Aber nicht nur einfache Steine konnten mit ihr geschleudert werden. Verheerender waren präparierte Geschosse. Leute. Diese Flammen sind ganz toll, aber gucken wir uns die Szenen nochmal langsam an, weil man sieht da sehr schön, was passiert, wenn dieses tolle Geschoss aufkommt. Das passiert. Das ist der Effekt. Glückwunsch. Ihr habt einen Großbrand entfacht. Zum Glück liegt da Stroh und ich würde behaupten, Stroh mit dem Brandbeschleuniger. Deswegen werden wir gleich ganz, ganz viele Flammen sehen. Auf normalen Pflaster wäre da nichts weiter passiert. Brandgeschosse sind zum Beispiel gut bei einer Stadtbelagerung, wenn da eben Holzgebäude sind, Strohdächer und so etwas. Wenn etwas da ist, was brennen kann, brauchbar. Bei einer Burg ist der Nutzen sehr, sehr eingeschränkt, denn da haben wir Ziegeldächer, da haben wir steinerne Dächer, da haben wir genau gegen so etwas Abwehrmaßnahmen. Und auch viele Städte führen das ein. Also auch da gibt es immer mehr Ziegeldächer und immer mehr Verteidigung gegen so etwas. Aber bei einer Burg wie Elz hat so ein Brandgeschoss ganz wenig Wirkung. Was ist da? Also wir reden hier nicht von griechischem Feuer oder sonstigen Dingen, von löschbaren Dingen. Sowieso schon die Frage, wie die das zum Brennen bekommen. Heutzutage natürlich einfach, im Mittelalter gar nicht so einfach. Aber wenn ich jetzt wieder starte, guck mal an, das Feuer verbreitet sich schlagartig. Entschuldigung, das ist Unfug. Einer, der über die Einsatzmöglichkeiten solcher Teufelsmaschinen berichtet, ist ein italienischer Ingenieur namens Takula aus Siena. Von ihm sind zahlreiche technische Zeichnungen realer und erfundener Maschinen zur Kriegsführung überliefert. Er empfiehlt sogar Brandbomben und selbstbrennende Tiere zu schleudern, die dann in der Burg umherlaufen und alles in Brand setzen. Da haben wir eine ganze Tradition. Also Konrad Kieser, der am Anfang, genannt wurde, der hat genau solche Sachen gezeigt. Diese Leonardo da Vinci wird später auch Belagerungsmaschinen zeigen. Und erfunden oder nicht, ist da die große Frage. Denn wir haben da viele Maschinen, die unrealistisch sind. Aber es ist wohl eher so, dass das quasi die Visitenkarte des Kriegsingenieurs war. So nach dem Motto, schaut mal, das kann ich bauen. Das könnte ich bauen. Es werden Prinzipien damit verdeutlicht. Auch das gibt es. Und diese brennenden Tiere, da gibt es tatsächlich Dinge. Ich nehme ein Pferd, das zur Burg gehört, oder ich nehme eine Katze aus der Burg, binde der was Brennendes an den Schwanz und lass sie los. Und in ihrer Panik rennt sie nach Hause und stürmt durch die Burg und zündet alles an. Das ist tatsächlich, gibt es zumindest als Konzept. Wie erfolgreich es am Ende gewesen ist, ist wieder die große Frage. Aber das gibt es. Aber das ist nicht nur jetzt ein Ingenieur, der das hat. Das ist tatsächlich eine Tradition, die wir über locker 200 Jahre beobachten können. Da haben wir ganz, ganz viele Kriegsbücher, die solche Konzepte immer wieder zeigen. Im gesamten Spätmittelalter haben wir dafür Aufzeichnungen. Und selbst im Hochmittelalter gibt es erste Beispiele dafür. Also
Wäre übrigens toll, mal eine Doku drüber zu machen. Hat nur noch keiner. Schade. Nicht der einzige üble Trick. Fäkalien, Aas und Leichen wurden als biologische Waffen eingesetzt. Sie verbreiteten Seuchen und erhöhten den psychologischen Druck auf die Belagerten. Also es ist mit den Leichen, hört man oft, und ich würde da den psychologischen Druck viel mehr sehen, weil es waren ja gerne mal Gefangene oder so etwas. Inwiefern die jetzt Seuchen verbreiten, nur weil da eine Leiche reinfliegt, ist noch keine Seuche da. Die kann man auch relativ einfach wegbringen. Also das mit den Seuchen, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und die Seuchen dieser Zeit, sowas wie die Pest wird halt nicht durch die Leiche übertragen. Das sind Rattenflöhe oder Tröpfcheninfektionen. Das gibt's da auch, aber nur weil da eine Leiche, selbst wenn die krank sein sollte, reinfliegt. Höre ich immer wieder, halte ich für schwierig. Ich halte den psychologischen Effekt, die Köpfe von Gefangenen zu ihren eigenen Leuten rüberzuschleudern, für viel, viel, viel drastischer. Im religiös gestimmten Mittelalter hofften die Belagerten häufig auf göttlichen Beistand, um diesen Psychoterror zu überstehen. Ich würde sagen, dass die immer auf göttlichen Beistand gehofft haben. Also für mich ist das Mittelalter einfach vom Glauben nicht zu trennen. Funktioniert nicht. Und ja, natürlich ist das auch Neuss, die Belagerung. Der heilige Quirinius wird zum Superstar unter den Heiligen, weil er seine Stadt Neuss beschützt hat. Worüber reden wir? Mit das Erste, was die Neusser nach der Verteidigung gemacht haben, war ein Dankgottesdienst für Quirinius. Wem hier das Zutrauen fehlte, der sorgte mit einer ganz weltlichen Exit-Strategie vor. So ein weiterer Topos ist ja, dass wir den Fluchtgängen, dass dann manchmal kilometerweit Gänge geführt hätten von einer Burg zur anderen oder stellenweise sogar unter Flüssen hindurch. Und dabei wird natürlich nicht berücksichtigt, dass das eine unglaublich komplizierte und komplexe Arbeit ist, einen Tunnel anzulegen. Das muss man eigentlich schon fast bergbaumäßig machen. Wenn ich meine Führung habe, es gibt hier auch in der Region das Gerücht über den Fluchttunnel aus der Burg Münzenberg in den Nachbarort. Der ist so 2,5 Kilometer entfernt. Und da muss ich halt immer sagen, nie. Es gibt da keinen Fluchttunnel. Hat es nie gegeben, gibt es nicht. Halte ich in den allermeisten Fällen für ziemlichen Unfug. Es mag Gegenden geben, wo es solche Tunnel gibt. Bei Städten gibt es zum Beispiel Sachen, dass die Kellergeschosse untereinander verbunden wurden. Da konnte man auch ziemlich weit kommen. Aber bei den allermeisten Burgen würde ich sagen, nee, hat überhaupt keine Begründung, dieses Gerücht. Das, was dem am nächsten kommt, sind diese Erdställe, die wir vor allen Dingen in Bayern haben. Also diese Gangsysteme, die unterirdischen, die oft aus Mittelalter stammen und oft wirklich Schutzräume waren. Boah, da lehnt er sich aus dem Fenster. Diese Erdgänge, das ist schwer in der Diskussion, was das jetzt genau ist. Werden da Tiere untergebracht, haben da Menschen gelebt, sind das Schutzräume? Schwierig. Hat aber mit der Burg letztlich überhaupt nichts zu tun. Aber Fluchttunnel kennen wir nur ganz wenig. Denn so ein Fluchttunnel barg auch immer eine Gefahr, weswegen er besonders geschützt werden musste. Ihr sagt, dass es sie quasi nicht gibt. Und jetzt zeigt ihr sie. Was ich vorhin gesagt habe über Bilder und Gesagtes. Bei den vielen, vielen Zuschauern wird sich jetzt festsetzen, Fluchttunnel. Da. Denn gelangt man mit ihm aus der Burg heraus, gelangt man auch ebenso schnell in die Burg hinein. Ich wüsste jetzt ganz gerne, was ist das wirklich? Was haben die uns gerade gezeigt? Ja, sie haben uns das Ding gerade als Fluchttunnel gezeigt in der Kapelle. Und ich glaube, es ist kein Fluchttunnel. Ich wüsste gerne mehr darüber. Aber sie haben es benutzt, um einen Topos zu zeigen, das sie gerade noch zerlegt haben. Also didaktisch bin ich mal wieder ratlos. Besitzer von Burg Eltz verzichteten auf diesen Notfallplan. Nach anhaltendem Beschuss... Guckt euch die Burg doch mal an, wo sollen die denn einen Fluchttunnel graben? Durch die Blide ergeben sich die Elzer Ritter im Jahr 1333. Sie müssen Balduin als ihren Lehnsherrn anerkennen. Und der streut noch Salz in ihre Wunde. Zwar lässt er ihnen ihre Burg, gibt ihnen aber die Trutz-Elz als Lehen, die sie auf eigene Kosten instand halten müssen. Aber hier haben wir wieder einen spannenden Konflikt. Die werden belagert und der Grund für die Belagerung ist die Anerkennung als Lehnsherr. Die bleiben danach auf ihrer Burg. Die sind immer noch auf ihrer eigenen Burg, haben ihre Ländereien, haben nur jemanden als Lehnsherrn anerkannt. Müssen auch Abgaben zahlen, wobei die Frage ist, wem sie vorher gezahlt haben. Aber das ist so ein typischer Grund im Mittelalter. Also die werden nicht rausgejagt, die werden nicht abgeschlachtet oder sonst irgendetwas. Nach der Belagerung bleibt mehr oder minder alles beim Alten, nur dass sich die Herrschaftsverhältnisse
geändert haben. Es ging um einen Streit darum, wer wessen Lehnsherr ist. Ganz, ganz typisches Beispiel. Doch 150 Jahre später bricht ein neues Zeitalter an. Im 1480, wenn ihr jetzt auf Schusswaffen kommt, ist 1480 dieses Zeitalter aber schon sehr, sehr lange angebrochen. Spätmittelalter bieten Schießpulverwaffen neue Möglichkeiten, sich zu wehren. Was ich gerade gesagt habe, also Schießpulverwaffen haben wir ab dem 14. Jahrhundert. Der Wagen, den wir gerade gesehen haben, auch überhaupt nicht mittelalterlich. Null, dieser Kutschbock, also wir haben in der Zeit fast keine Kutschböcke. Wir haben, Spannlenker sitzt auf einem der Pferde. Aber 1480, 150 Jahre später, 1333 plus 150 Jahre, da sind Feuerwaffen absolut verbreitet. Belagerung von Neuss, schon wieder, weil ich gerade einen Film gemacht habe, 1475, also 1474, 1475. Auf beiden Seiten zusammen haben wir fast 500 Feuerwaffen, also Geschütze im Einsatz. Handfeuerwaffen noch gar nicht mitgezählt. 500. So wie heute der berühmt-berüchtigte Staubsaugervertreter von Tür zu Tür geht, ziehen damals Kanonenverkäufer von Stadt zu Stadt und von Burg zu Burg. Was? Nicht euer Ernst, oder? Nicht euer Ernst. Also die Quellen, die ich kenne, da hat man sich die Kanonengießer geholt. Also Beispiel Frankfurt will Kanonen, dann holen sich einen Kanonengießer, heuern den an, geben ihm die Materialien. Was soll er denn auf seinem Wägelchen da mitführen? Miniaturkanonen? Ich hoffe, ihr kommt nicht schon wieder, um meine Zeit zu verschwenden. Aber nein, keineswegs, mein Herr. Ich bin mir sicher, dass ihr begeistert sein werdet. Und wenn dann ein Händler für Feuerwaffen kommt, dann... Ja, ich hoffe, ihr werdet meine Zeit nicht verschwenden. Der kommt also monatlich, oder was? Ich bin lange für euch unterwegs gewesen. Ja, schon gut. Was habt ihr dabei? Kanone! Er hat eine Miniaturkanone dabei! Ich weiß es nicht. Und dann auch noch so eine schrottige. Wenn, dann hätte der das Rohr dabei gehabt. Und das ist ja eher ein Röhrchen. Der hätte nicht so eine hässliche, pseudo-mittelalterliche Lafette dabei gehabt. Was für ein Quatsch. Warum will man so ein Röhrchen überhaupt auf eine fahrbare Lafette packen? Und mein Herr. Das hier sind doch keine Kanonen. Ja, mein Herr. Das hier sind allerdings nur die Modelle. Er hat Miniaturkanonen dabei. Er hat Modelle dabei von Kanonentypen, die es in der Zeit überhaupt nicht gab. Er hat Modelle. Die wollen uns erzählen, dass im späten Mittelalter reisende Hausierer mit Modellkanonen von Burg zu Burg gezogen sind. Aber die echten, die werden eure mächtige, sichere Burg. Die sind aber doch unbezahlbar. Na gut. Eure Nachbarn denken da anders. Was? Ihr wart beim Heinrich? Ja. Er hat aber auch nur die kleinen Kanonen bestellen können, mein Herr. Ihr habt größere? Oh ja. Was kosten die? 916 Gulden das Stück. Okay, Katalogpreis, 916 Gulden. Also 916 Gulden, davon kann man sich zwei Stadthäuser kaufen. Ist eine Menge Geld. Zu 1480 waren Kanonen, also ich weiß nicht, ich habe natürlich keine Ahnung, von was für Kanonen die jetzt reden, aber für so normale Kanonen dürfte es günstiger gewesen sein. Aber dafür erhaltet ihr natürlich auch richtige Wertarbeit. Und was können die? Schießen. Vor allen Dingen können die schießen. Was sehe ich da? Also das ist ein späterer Verschluss und da steckt eine Lunte drin. Das wird gleich angezündet, dann wird sie so pss, abbrennen. Also so ist eine Zündschnur. Gibt's zu der Zeit nicht. Gibt's nicht. Da wäre eine Pfanne, in die würde Pulver eingefüllt werden und das würde sich entzünden. Also Zündkraut. Das Zündkraut in der Pfanne entzündet dann das Pulver im eigentlichen Lauf. Aber das da, nein. Und die Lunte, also eine Lunte, die brennt, brennt übrigens auch nicht so. Die soll ausdrücklich nicht so brennen. Also mit Lunte meine ich jetzt nicht diese Zündschnur, ich meine das, was da schon gebrannt hat. Das soll klimmen und zwar sehr, sehr langsam. Also alles an dieser Darstellung ist jetzt, ich habe einen Büchsenschein. Ich schieße mit einer Handbüchse, ich habe die Prüfung und alles und mache da Vorführungen. Das, was ihr gerade seht, das stimmt wieder gar nichts. Nicht ein Detail. Ja, und schnell abbrennt.
Der Lauf übrigens sah gut aus. Der Lauf, der kann, also diese Kanone kann von außen nett sein, weil das ist tatsächlich ein geschmiedeter Lauf gewesen. Und jetzt schießen die innerhalb der Burg auf irgendein Ziel und erschrecken die Frauen. Wer kommt auf sowas? Wer macht solche Spielszenen und warum? Um zu zeigen, dass die alle doof waren? Ein erfolgreiches Marketingmodell. Und wer kaufte, erhielt... Ich habe die Frau geschossen. Ich bin was im Mittelalter. Ich bin so... Ja, und auch auf die Entfernung. Warum hat denn der Dellen in seinem Brustpanzer? Egal, der Brustpanzer ist eh nicht schön. Übrigens, Mittelalterfilter. Zeigt mir die Farben. Wir reden vom Jahr 1480. Da ist wirklich Buntmode. Richtig, richtig bunt. Guckt euch das Bild an. Das Modell zum Original noch hinzu. Also, wann könnt ihr liefern? Ja! Einige dieser Kanonenmodelle befinden sich heute noch auf Burg Eltz. Also ich wüsste nicht, dass man die Modelle dazu bekommt, weil ich weiß gar nicht von solchen Modellen, weil die Modelle, die dir gerade gezeigt werden, sind nicht aus dem Mittelalter. Aber mal null. Die Burgherren hatten eine wahre Sammelleidenschaft für diese Miniaturmodelle, die sich auch als Kinderspielzeug eignen. So eine Kugel, wir haben es ausprobiert, geht durch 15 cm Eichenholz und etwa berechnet durch 3 Köpfe. Also deswegen... Wo habt ihr 15 cm Eichenholz her? Außer als Balken? Und wie rechnet man die Dicke von Eichenholz in Köpfe um? Frage über Frage. War darauf zu achten, dass da keine allzu unvorsichtigen Kinder damit herumgespielt haben. Bis Geschütze diese Durchschlagskraft erlangten, war es ein langer Weg. Die ersten Kanonen beeindruckten noch eher durch die Schwarzpulverexplosion als durch ihre Treffsicherheit. Okay, die Ausstattung ist schon wieder ganz gruselig. Die ersten Kanonen, die vor allen Dingen gefeuert haben, waren Pfeilbüchsen. Da wurden doch Pfeile abgeschossen, also metallene Pfeile vermutlich. Und es lagen auch auf Tischen auf, also gibt ganz frühe Formen zu. Aber Kanonen werden sehr schnell sehr effektiv, sonst wären sie nicht benutzt worden. Ich meine, das Prinzip ist einfach, da gibt es nicht viel zu verbessern. Irgendwann kommt die Kugel, die wird vorne rausgeschossen. Übrigens, am Anfang heißen die Kugeln gerne Klotz. Da wird vom Klotz gesprochen, nicht von der Kugel, obwohl es wohl schon rund war. Aber die waren schon immer effektiv. Also da gibt es auch so Aussagen, die ersten Handfeuerwaffen haben im Prinzip nur die Feinde erschreckt. Nee, da flog schon vorne eine Kugel raus. Und das war gefährlich. Gar keine Frage. In Mitteleuropa ist es Kaiser Maximilian I., der Ende des 15. Jahrhunderts die Produktion von Kanonen perfektionieren lässt. Ja, perfektionieren lässt, aber nein, der Erste, wie gesagt, Neuss. Da ist Maximilian noch nicht mal deutscher König. Also der ist noch Sohn von Friedrich III. Und da haben wir mit den Burgundern schon einen Artilleriepark. Also die Burgunder haben 350 Geschütze mitgebracht. Und die Verteidiger hatten auch nicht viel weniger. Zu dem Zeitpunkt sind Geschütze schon überall zu finden. In den Quellen, also es gibt auch kaum städtische Aufgebote, die ohne Kanonen auskommen. Meistens Hinterladerkanonen. Zeige ich im Film bei Neuss, da zeige ich, wie so ein Ding abgefeuert und nachgeladen wird. Dementsprechend nicht sehr garstig, das wird sich verbessern. Und unter Maximilian kommt die gegossene Kanone. Da wird viel mehr gegossen, die Waffen sind garstdichter und durchschlagskräftiger, werden vor allen Dingen standardisiert, damit nicht jedes Geschütz seine eigenen Kugeln braucht. Das ist das Große, aber es gab halt schon 100 Jahre lang echt viel Artillerie und Feuerwaffen. Frankfurt, ich glaube um das Jahr 1430, bestellen sie 300 identische Feuerwaffen, die sie die nächsten 50 Jahre einsetzen. Also da ist eine lange Tradition. Maximilian ist da, wird eine Menge verändern. Das ist nicht ganz falsch. Aber es ist nicht so, dass da plötzlich Feuerwaffen auftauchen. Ganz großer Unfall. In seinem Zeugbuch finden sich Abbildungen seiner zahlreichen Geschütze. Vom kleinen Feldgeschütz bis zur mächtigen Bombarde zum Knacken einer Burg. Und vor allen Dingen nach Kaliber sortiert. Da kommen Bezeichnungen auf Typenbezeichnungen. Das ist das Wichtige. Die Kanonen sehen immer noch unterschiedlich aus, sie werden aber mehr oder minder standardisiert. Kaiser Maximilian ging nicht nur als letzter Ritter, sondern auch als erster Kanonier des Reiches in die Geschichtsbücher ein. Ich weiß ein bisschen was über Maximilian und die Bezeichnung letzter Ritter kenne ich auch. Erster Kanonier des Reiches ist mir jetzt neu. Bogen müssen für die neuen Waffen gerüstet sein. Bisher waren Wehrelemente nur zur Verteidigung gegen Fußsoldaten, Ramböcke oder Wurfgeschosse konzipiert. Oder sie veranschaulichten den gesellschaftlichen Status des Besitzers. So diente etwa der Bergfried, der ab dem 12. Jahrhundert als ein prägendes Element der Burgen in Erscheinung tritt, kaum einem militärischen Zweck. Vielmehr
ist er das weit sichtbare Symbol der Herrschaft. Ja, er hat schon einen militärischen Zweck. Da oben kann jemand stehen und kann richtig gut das Umland beobachten. Je höher, desto besser sieht er. Also, in der Belagerung spielt er keine große Rolle, weil dazu ist er zu weit hinten. Den anzugreifen bringt auch tatsächlich nicht viel. Und auch der letzte Rückzugspunkt, da gibt es eine Menge Zweifel. So weit kommt es selten. Also gibt es auch so diese nette Sache von wegen, dass Treppen immer links gewendet sind, damit man schlechter kämpfen kann. Zum einen ist nicht richtig, die gibt es in beide Richtungen gewendet. Zum anderen, bis auf der Treppe gekämpft wird, sollte die Belagerung eigentlich längst vorbei sein. So weit kommt es eigentlich nie. Aber ich höre das sehr oft und in der Belagerung hat er auch nicht so einen großen Zweck, aber ihm jede militärische Bedeutung abzusprechen, er ist ein Aussichtspunkt und Aussicht ist ein militärischer Aspekt. Beeindrucken sollte seit dem 13. Jahrhundert auch die Schildmauer. Allerdings schützte diese besonders hohe und mächtige Mauer auch den Rest der Burg vor Geschossen schwerer Wurfmaschinen. Zur gleichen Zeit entstehen vielerorts Torhäuser, aus der Ringmauer hervorspringende Flankierungstürme, Fallgitter und Zugbrücken. Sind da gerade Ratten entlang gelaufen? Warum rennen Massen von Ratten über diese? Ich weiß, es ist aus einer anderen Doku rausgeschnibbelt worden, wie immer, aber Ratten. Ab dem 14. Jahrhundert verbreitet sich der Zwinger. Ein zusätzlicher Verteidigungsstreifen, der gegen Fußtruppen gerichtet ist. Der Zwinger ist vor allem deswegen gut, der Gegner muss da quasi rein und hat dann keine Deckung. Es ist sehr schwer, Deckung reinzubringen. Er kann auch sehr schwer Sturmwände oder sowas mit reinbringen. Ist ganz, ganz schwierig. Also den haben wir auch vor Mauern auch. Zum Beispiel in Soest gibt es die Kräfte, heißt das bei denen, glaube ich. Ich meine Kräfte. Da hat die Mauer quasi nochmal eine Gegenmauer, damit da einfach ein Bereich ohne Schutz ist. Das Bild jetzt ist schon wieder was anderem, aber da sehen wir jetzt einen vollgerüsteten Ritter, der die Bombarde zündet und es gibt keinerlei Sicherung für diese Bombarde. Ich meine, sie ist ewig weit weg von der Stadt, aber normalerweise wären da eben Sturmwände und so etwas. Also wieder ein völlig desolates Bild. Mit dem Auftreten der Feuerwaffen waren die Baumeister nun aber gezwungen, in der Burgenarchitektur... Die Kugel hätten die nicht fliegen sehen. Also das ist der Unterschied im Gegensatz zum Katapult. Das geht ziemlich fix. Ich habe schon sehr große Geschütze abgefeuert gesehen, ohne Munition, nur mit Verdämmung. Richtig großer Wumms. Also die können einen wirklich, wirklich beeindrucken. Ich habe auch schon so große Dinge gezündet und nur durch die Zündung, als dann der Schuss losging, ich stand auf der Rückseite dieser Waffe, ging einmal so die Druckwelle an mir hoch. Sehr, sehr beeindruckend. Tour neue Wege zu beschreiten. Und da gibt es zum Beispiel auch... die Burg Tannenberg an der Bergstraße wurde belagert und dann haben eben die Frankfurter ihre großen Geschütze geschickt und tatsächlich mit wenigen Schüssen in relativ kurzer Zeit, das ist eine Sache von Tagen, war die Burg sturmreif geschossen. Also diese Geschütze sind ein großer Unterschied zu Katapulten. Viel gezielter, viel durchschlagskräftiger nebenbei und damit hat man sehr, sehr schnell Brechen bekommen. Andererseits kennen wir eben auch da wieder gerade Belagerung von Neuss. Ich zitiere so oft, weil ich mich gerade erst dann beschäftigt habe, da wurden die Brechen, wenn welche da waren, immer wieder gesichert. Die wurden mit eigenen Geschützen verteidigt und es ist den Burgundern nicht gelungen, trotz ihrer vielen, vielen, vielen Geschütze eine Lücke in diese Stadt zu schießen, um reinzukommen. Der Artilleriepark der Burgunder war nicht stark genug. Das hat nicht funktioniert. Auch diese riesigen Bombarden, die sind extrem beeindruckend, aber sie sind eben noch nicht dazu in der Lage, was spätere Artillerie schafft, nämlich in Batterien gezielt gebündelt zu feuern. Und das auch noch an verschiedenen Orten. Also man sieht eine Schwachstelle, kann schnell die Artillerie dorthin bringen, kann eine Batterie aufbauen, kann gebündelt schießen und kann diese Lücke schnell nutzen. Das kann die mittelalterliche Artillerie noch nicht, denn wir haben es gerade gesehen, so eine große Bombarde hat gar keine Lafette, da sind keine Räder dran. Die wird wirklich an einem Ort abgelegt, festgekeilt und von da aus verwendet. Nicht jeder ist gewillt, seine Burg auf den neuesten Stand der Wehrtechnik zu bringen und dafür zu investieren. Zahlreiche Burgherren verkaufen im Spätmittelalter das Besitzrecht an ihrer Burg. Andere sehen noch immer Zukunftspotenzial in diesen Festungen. Das ist eine Spielszene. Die wollen offenbar ausziehen und dann steht vor ihrer Burg eine Kanone. Hups, wie kommt denn die Kanone an meine Burg? Die habe ich jetzt nicht gesehen.
Seht zu, dass ihr Platz macht. Sonst knallt's. So kauft der Ritter Franz von Sickingen. Die bewegen das Ding da mit den Händen. Wäre das eine wirkliche Kanone aus Stahl oder aus Bronze, dann würden die vier Hansel da überhaupt nichts bewegen. Also ich kenne ein Beispiel für so eine große Belagerungskanone, da werden 24 Pferde vor die Kanone gespannt und weitere 24 Pferde werden verwendet, um die Zeugwägen zu transportieren, sprich Pulver, Kugeln, Gerät. Man braucht einen Kran, einen wirklichen Kran, um das zu versetzen und so. 48 Pferde für eine Kanone, nicht vier Hansel. Im Jahr 1518 die Burg Nahenstein bei Landstuhl in der Westpfalz auf. Von Sickingen kennt die Effizienz neuer Wehrelemente gut. Seinem Motto getreu, Wagen und Handeln, will er Burg Nahenstein auf eine neue Zeit vorbereiten. Warum auch immer dieser Karikatur von Franz von Sickingen da mit gezogenem Schwert und schiefem Grinsen in die Burg reinreitet und einen auf Unsympath macht. Also, liegt das an mir oder haben alle Spielszenen bis jetzt nur, entschuldigen, Vollidioten gezeigt? Also, die waren alle unfreundlich und fies. Der Typ, dem die Kanonen gezeigt werden sollen, verwende meine Zeit nicht. Jetzt Franz von Sickingen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie solche Spielszenen entstehen. Für von Sickingen ist die Lage der Burg als Rückzugsort von seinen Raubzügen ideal. Hoch oberhalb von Landstuhl erhebt sie sich auf einem mächtigen roten Felsen, der ihr den Namen gab. Seit über 3 Jahrhunderten thront sie bereits dort. Doch ist sie in ihrem alten Zustand nicht auf den Beschuss von Artillerie vorbereitet. In ganz Europa entwickeln Architekten neue Bauelemente, um Burgen vor den immer durchschlagskräftiger werdenden Feuerwaffen zu schützen. Auf der niederösterreichischen Burg Ackstein etwa setzen die Burgherren den Angreifern eine Reihe massiver Mauerriegel entgegen, die den Zugang zur Kernburg erschweren. Ähnlich sieht es auf Burg Wildenstein aus. Da habe ich in den 90er Jahren Live-Rollenspiele gemacht. Es ist wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Burg. Und hier sieht man eben sehr gut, es ist gar nicht so einfach. Wer diese Burg von diesem Plateau aus beschießen will, muss erstmal in dieser Schildmauer da vorbei und danach kommt eben dieser tiefe, tiefe Graben. Im Stile einer überdimensionierten Schildmauer schützt die sogenannte Bastion die Hauptburg. Also überdimensioniert ist die gar nicht, die ist nämlich vor allem breit und nicht hoch. Schildmauern sind normalerweise viel, viel höher. Von hier aus konnte sogar über die Vorburg hinweg das Vorfeld der Anlage mit Artilleriefeuer verteidigt werden. Und ihr habt es gerade gesehen, da war nur ein Zaun. Zur Burg hin, also nach außen hin ist eine Mauer und nach innen ist nur ein Zaun, damit Angreifer, die die Bastion genommen haben, keine Deckung finden. Dann kann von der Burg aus geschossen werden. Clever gebaut. Das sieht man, im Dachgeschoss hat man quasi Schießschaden. Perfekt gebaut. Zwischen 1470 und 1540 setzt sich jedoch eine neue Art Burgenarchitektur in ganz Europa durch. Auf der Feste Coburg in Franken sind diese Umbaumaßnahmen noch gut nachzuvollziehen. Um die Mauern kanonensicher zu machen, mussten sie verstärkt werden. Ja, vor allem mussten rechte Winkel vermieden werden. Wir sehen es hier gerade unten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unten gut im Bild zu sehen. Also gerade Mauern haben ein Problem gegen Kanonen. Die Lösung war eine Verbreiterung der Wälle durch zusätzliches Mauerwerk und Erdaufschüttungen hinter den Mauern. Ja. Lustigerweise, genau da oben habe ich schon im Zelt gestanden. Da unter diesen Bäumen, die man sieht, da habe ich vor ein paar Jahren für ein Ritterturnier die Küche übernommen und habe das Rittermahl dargestellt. War wirklich sehr, sehr schön. Wir haben es geschafft, eine adlige Tafel hinzustellen. Und genau in diesem grünen Stück stand das Ganze. Und was man hier eben gut sieht, die Breite, das ist der Wahnsinn. Also es ist eine Mauer, die hinten komplett mit Erde verfüllt ist. Denn die Geschütze durchschlagen Mauern, machen Mauern relativ schnell kaputt. Hier ist Erde dahinter. Das dämpft das Ganze, selbst wenn ich die Mauer zerstöre, dahinter ist noch ein Erdwall. Die Mauer bricht nicht zusammen, es entsteht keine Breche. Und es hat diese spitze Form. Es ist viel, viel schwieriger, oder es wird immer schwieriger. Das ist das Wichtige in der Zeit. Da kommen diese Sternschanzen langsam auf. Die ersten Beispiele haben wir da schon. Dem Gegner nach Möglichkeit keine
keine Breite zu zeigen, sondern die Kanonen sollen sollen im flachen Winkel aufkommen und sollen möglichst abprallen. Soll so wenig Energie wie möglich übertragen werden. Die neu entstandenen Plattformen boten wiederum ausreichend Platz für Artilleriegeschütze. In seinem 1527 erschienenen Werk Etliche Unterricht zu Befestigung der Städt, Schloss und Flecken widmet sich selbst der Ausnahmekünstler Albrecht Dürer der neuen Wehrarchitektur. Womit er eben vollkommen im Stil eines damaligen Künstlers ist. Leonardo da Vinci hat so etwas gemacht, also ganz viel. Im Wolfegger Hausbuch finden wir sowas. Also als Künstler Wehrtechnik zu zeigen, ist ganz üblich. Man zeigt, was man kann, man zeigt, wie viel Ahnung man von modernen Wissenschaften hat. Er beschreibt besonders die modernen Rondellbefestigungen. Sie bieten einen ausgezeichneten Schutz vor den neuen Eisenkugeln, die im Gegensatz zu den veralteten Steinkugeln härter anklopfen taten. Ja, ist tatsächlich so. Lange Zeit waren Steinkugeln üblich, konnte man auch notfalls vor Ort herstellen. Und jetzt werden eben durch die gegossenen Kanonen viel gasdichter sind. Die eisernen Kanonen waren auch oft Hinterlader und also der Druck ist auch hinten in der Kammer entwichen. Und jetzt die gegossenen Geschütze, die Vorderlader sind, haben viel, viel mehr Gasdichtigkeit. Und dann sind eiserne Kanonenkugeln sinnvoll und viel, viel durchschlagskräftiger. Das ist tatsächlich so. Also die Masse, die bewegt wird, ist höher. Das spezifische Gewicht von Eisen ist ja auch höher. Und dementsprechend haben wir viel, viel mehr Wirkung auf die gegnerischen Mauern. Die 1589 neu errichtete Burg Münow im schweizerischen Schaffhausen ist ganz der Rondelltechnik verschrieben, wie sie Albrecht Dürer in seinem Werk empfiehlt. Wenige Kilometer weiter Richtung Westen wird 1521 die Burg Hohentwiel zur Festung ausgebaut. Für die Baumaßnahmen geben die Herzöge weit über 50.000 Gulden aus. Rund. Und es ist jetzt letztlich auch keine Burg mehr. Es ist eine Festung. Das ist ein großer Unterschied. Die Burg ist ja sowas Spezielles, weil es ein Wohnort ist, weil es eine Verteidigungsanlage ist, weil es ein Wirtschaftszentrum ist. Es wird dort Handwerk betrieben, es wird Ernährungsrecht. Also eine Burg ist ein bewohnter Komplex, eine Mischung aus ganz, ganz vielen Dingen. Eine Festung ist im Prinzip eine rein militärische Anlage. Kann neben Dinge haben, aber es ist nicht mehr der Hauptwohnort. Die Residenzfunktion fällt weg. Die Wirtschaftsfunktion fällt weg, da sind wir bei einer Festung bei etwas ganz anderem und natürlich kann die dann auch entsprechend anders gebaut werden. Auch im Inneren hat sie ganz andere Anforderungen. 15 Millionen Euro. Die Investition zahlt sich aus. 5-mal wird Hohentwiel belagert, kein einziges Mal erfolgreich. Im französischen Salz-le-Château errichtet der aragonesische König Ferdinand im Jahr 1496 eine einzigartige Festung. Sie vereint die bewährte Burgenarchitektur des Mittelalters mit neuen Festungselementen. Ja, und hier sieht man eben auch diese breiten, breiten Gräben. Das ist genau dieser Zwingergedanke, dass der Gegner da keinen Schutz findet. Gleichzeitig wird das Gegenteil zu vorher. Eine Burg sollte ja möglichst hoch sein, um verteidigungsfähig zu sein. Hier wird sie möglichst niedrig gesetzt. Also die steht ja im Prinzip in ihrem eigenen Zwinger und ist nach unten versetzt. Das Profil soll gering sein und gleichzeitig werden keine Schießscharten mehr benutzt. Das ist ein Problem. Stattdessen hat man diese offenen Türme und da sind die Geschütze, da ist die Artillerie und soll möglichst nah an den Gegner ran. Also das Schussfeld soll möglichst gut sein. Hier haben wir jetzt Dinge, die wir letztlich bis im Ersten Weltkrieg und selbst im Zweiten Weltkrieg haben wir solche Dinge noch. Festungen, die im Ersten Weltkrieg noch benutzt werden, die genau dieses niedrige Profil haben. Diese versenkte Architektur, die haben wir noch 500 Jahre lang. Bei Burg Nahnstein war ein Neubau nicht möglich. Von Sickingen lässt sie zwischen 1519 und 1523 zur Kanonenburg ausbauen. Herzstück ist der mächtige Batterieturm im Osten. Er schirmt weite Teile der Burg vor Angriffen ab und dient selbst als Stellung für zahlreiche Geschütze. Denn wie haben wir hier in Münzenberg übrigens auch. Münzenberg hat 3 Kanonentürme später bekommen, im ganz späten 15. oder frühen 16. Jahrhundert. Einen für Einzelnen, der ist auf der, ich glaube, es ist die Südseite, und 2 am eigentlichen Tor. Da hat man auch mehrere Schießscharten übereinander. Es sind auch Halbschalentürme, sind also nach hinten offen und nach oben offen. Es sind reine Kanonenstellungen. Damit hat man versucht, eine mittelalterliche Burg nochmal verteidigungsfähig zu machen. Wie gefährlich große Feuerwaffen sein können, weiß von Sickingen nur zu gut.
Die schieben schon wieder zu viert die Kanone. Leute! Auf seinen eigenen Kriegszügen begleitet ihn stets das Riesengeschütz Nachtigall. Also von der Größe her ist das gar nicht so schlecht. So sahen solche großen Geschütze aus. Im Film über Neuss habe ich ein Riesengeschütz aus Gent gezeigt. Das sind riesige Oschis. Aber der ganze Rest, ich meine, die Rüstung, die sie tragen, sage ich nichts drüber. Die sind weder gut noch 16. Jahrhundert. Aber vor allen Dingen schiebt man so ein Ding nicht einfach durch die Gegend. Auf ihm prangt der Spruch: Nachtigall bin ich genannt. Lieblich und schön ist mein Gesang. Wem ich sing, dem ist die Zeit lang. Eine warnende Botschaft an die Belagerten. Allein die Anwesenheit einer solch monströsen Waffe konnte Burg- und Stadttore öffnen. Das habe ich schon schneller gesehen. Was ist denn nun schon wieder? Ganz wichtig, wenn man Knechte hat, die einem gerade die Kanone da hochschieben, dann muss man sie anranzen. Und der zieht gerade mit seiner Riesenkanone allein zu Pferd und seinen 6 Begleitern dadurch die Gegend, die die Kanone schieben. So stellt ihr euch einen Zug im Spätmittelalter oder in der frühen Neuzeit vor, ja? Hm? Okay. Die Nachtigall steckt fest. Das sehe ich. Herr, ich schlage vor, einen anderen Weg zu nehmen. Alles klar. Und ich schlage vor, ihr fangt an, euch anzustrengen. Sammelt Äste und legt sie unter die Räder. Dann greifen sie besser bei diesem schlammigen Untergrund. Also genau so funktioniert Feudalsystem. Sei wirklich, wirklich unfreundlich zu deinen Leuten. Hilft immer. Verrät dich keiner, fällt dir keiner in den Rücken. Genau so macht man das. Muss man euch denn alles erklären? Und los geht's! Ein beträchtlicher Aufwand, der sich für von Sickingen auszahlt. Denn seinen Unterhalt verdient er mit Kriegen, die er gegen Burgbesitzer und ganze Städte führt. Er ist einer der gefürchtetsten Raubritter seiner Epoche. Ja, das ist vor allem der eine wirklich berühmte Raubritter. Also von Sickingen hat sich mit allen angelegt, die er gefunden hat. Das ist halt auch so eine Sache des Niedergangs des Rittertums, in Anführungszeichen. Der hatte noch hohe ritterliche Ideen oder will gerne das Leben als Ritter leben. Aber das Problem ist, die Städte sind immer mächtiger geworden, die Einkommen der Ritter fallen weg. Er hat teilweise, also das Fehderecht galt sehr lange, er hat es nicht mehr, denn der ewige Landfrieden hat ihm das quasi genommen und er ist die Generation Ritter, die das Fehderecht nicht mehr haben, aber führt trotzdem Fehden. Ganz spannende Person, also sich mit Franz von Sickingen zu beschäftigen, sehr, sehr lohnend. Aber Raubritter ist immer so ein schwieriger Punkt. Wenn man von Raubrittern redet, dann ist man oft schon auf die Propaganda der Städte in der Zeit reingefallen. Also Nürnberg erklärt jeden zum Raubritter, der ihnen quasi im Weg steht, wenn sie mit ihren Wagenzügen Straßen benutzen und der Ritter kommt und will seinen Straßenzoll, auf den er ein Recht hat, dann haben die halt genug Geleitschutz, um zu sagen, nee, kriegst du nicht. Und wenn er dann Rentent wird, dann ist er halt ein Raubritter und wird seine Burg niedergerissen, er wird in Nürnberg gebracht und hingerichtet. Das haben wir in mehreren Fällen. Ich werde mit dem Begriff Raubritter immer vorsichtig. Franz von Sickingen ist nicht nur ein Raubritter, er ist vor allem ein selbsterklärter Raubritter. Also das ist bei ihm Programm. Aber führt jetzt zu weit. Lohnt sich wirklich, sich mit ihm zu beschäftigen. Als Ritter berief er sich auf sein altes Recht, Fehden zu führen, also Streitigkeiten mit Waffengewalt zu entscheiden. Wie Inkasso-Unternehmen setzen Fehdeunternehmer wie von Sickingen Regressansprüche durch. Ob diese gerechtfertigt sind, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Problem ist halt, dass so eine Stadt, Frankfurt am Main hat, auch gerade wegen Neuss habe ich die Zahlen, hatte 1300 wehrfähige Männer und hat zum Beispiel geschafft, nach Neuss 500 Mann zu schicken. So ein Franz von Sickingen, selbst wenn es Verbündete holt, die großen Städte sind für ihn Gegner, kann er nicht mehr. Und dazu kommt die Territorialherren in der frühen Neuzeit, im 16. Jahrhundert, haben inzwischen halbstehende Heere oder sogar stehende Heere. Also die werden wieder mächtiger. Und eine Fehde im 14., 15. Jahrhundert, ja, da habe ich halt Fehde gegen meinen Nachbar. Das sind meine 20 gegen deine 20 und wir schädigen uns gegenseitig, bis wir uns irgendwie einigen. Das fällt weg. Also die Fehde ist nicht nur nicht mehr erlaubt durch den ewigen Landfrieden, sie ist auch letztlich wirkungslos geworden, weil so ein einzelner Ritter mit seinen Leuten kann nicht mehr viel ausrichten. Die Zeiten haben sich geändert. Es ist der letzte Versuch der Ritter, ihren Stand vor dem Untergang zu bewahren. Über Jahrhunderte waren sie die Elitekämpfer auf den europäischen Schlachtfeldern und verdienten sich damit Ruhm und beträchtlichen Reichtum. Was sehen wir da für eine schreckliche Computeranimation? Die haben Piken und halten sie in die Luft. Da kommt ein Reiterangriff. Vor allem einzelne Reiter. Und wir halten unsere Piken nach oben.
Fußsoldaten und Feuerwaffen laufen ihnen nun den Rang ab und lassen den Krieg als Einnahmequelle versiegen. Und jetzt machen sie einen Sturmangriff laufend in offener Formation, abermals mit Piken und Hellebarden, die sie in die Luft halten. Auch ihre Burgen verlieren an Bedeutung. In den Städten liegen nun die Zentren der neuen Welt, in denen Macht und Einfluss, Handel und Innovation zusammenkommen. Frankfurt. Kommen. Die alten Symbole der Macht haben hier Nürnberg. Nur als Erinnerung an eine vergangene Zeit ihren Platz. In der Nürnberger Altstadt findet man heute noch das Nassauer Haus, errichtet von Stadtbürgern, die mit Elementen aus dem Burgenbau ihre Nachbarn beeindrucken wollten. Im 100 Kilometer südöstlich gelegenen Regensburg werden seit dem 13. Jahrhundert sogenannte Geschlechtertürme gebaut. Südlich der Alpen ein gängiges Bild, nördlich der Alpen eine Seltenheit. Ganz wie die Bergfriede der Burgen stehen sie für Macht und Wohlstand der dort wohnenden Familien. Ja, vor allem stehen sie für einen Anspruch, denn die Familien, die so etwas gebaut haben, sowohl solche burgenartige Häuser wie in Nürnberg, in Frankfurt haben wir auch welche übrigens, oder die Geschlechtertürme in Regensburg, sind Patrizier. Und Patrizier sind, oft waren sie Ministeriale, hatten wir am Anfang, die eben in die Städte gesetzt wurden. Also Frankfurt war zum Beispiel eine Königsstadt, gehörte dem König. Und der hat da seine Ministeriale eingesetzt. Hat gesagt, du bist jetzt mein Dienstmann in Frankfurt. Und diese Patrizier, die entwickelt sich ein bisschen vom Adel weg und werden vom Adel auch nicht durchgehend anerkannt, haben aber den Anspruch, adelig zu sein. Den setzen sie immer wieder durch. Die ziehen auch gerüstet und zu Pferd in die Schlacht. Das ist ihr Vorrecht. Darauf pochen sie. Sie tragen Wappen, sie haben Vereinigungen. Sie versuchen, sich als Adel hinzustellen, werden aber eben vom Landadel abgelehnt. Aber mit so einer Burg in der Stadt kann ich natürlich meinen Anspruch, adelig zu sein, auch zeigen. Reichtum und Einfluss konnten sich die Städte nur bewahren, wenn sie sich schützten. Stadtmauern, wie die in Lübeck, funktionierten so wie die Ringmauern der Burgen, nur eine Spur größer. Und es ist für wohlhabende Städte um einiges leichter, ihre Verteidigung auf den neuesten Stand zu bringen. So ist es noch auf dem von Jakob Sandner angefertigten Stadtmodell Ingolstadts zu erkennen. Tatsächlich ein bisschen schwierig. Was wir heute als Stadtmauer sehen, selbst wenn die Stadtmauern noch sichtbar sind, ist nur die innere Mauer. Alles davor fehlt. Also ob das jetzt Bastionen sind, ob das irgendwelche Gräben sind oder zum Beispiel auch Hecken. Ganz oft haben wir Gebücke vor der Stadt. Also es hat man relativ häufig auch noch einen alten Straßennamen oder sowas, dass da dichte Hecken um die Mauern waren, da aber zum Beispiel keine Gräben möglich waren. Das ist alles weg. Was wir heute haben, ist die reine Stadtmauer und das ist nicht mehr der Stand, der da mal da war. Oft fehlt auch der Wehrgang, nicht in allen Fällen, aber der Wehrgang fehlt relativ oft, der hölzerne Teil. Deswegen haben wir bei Stadtmauern oft ein falsches Bild. Der mittelalterlichen Stadtmauer wurden im 16. Jahrhundert 8 vorgezogene Bollwerke hinzugefügt. Und da haben wir ein schönes Beispiel. Da ist einfach eine veraltete Mauer, die modernen Geschütze nicht mehr standhalten kann, mithilfe eines Bollwerks zu einer guten Verteidigungsmöglichkeit ausgebaut worden. Der Angreifer muss dagegen kämpfen. Die Mauer hinten ist nur ein zusätzlicher Schutz. Und zwischen diesen Bollwerken ist ein Angriff auch nicht so einfach, denn die Geschütze auf diesem Bollwerk können natürlich zur Seite schießen. Man ist mitten im Schussfeld des Feindes. Fiese Angelegenheit. Der Kriegszug gegen eine solch gut befestigte Stadt wird für Franz von Sickingen zum Verhängnis. 1522 hält Trier seinen Geschützen 5 Tage lang stand, ohne auch nur einen Toten beklagen zu müssen. Franz von Sickingen muss abziehen und wird nun selbst zum Gejagten einer Fürstenkoalition, die ihn bis zur Burg Nahnstein verfolgt. Vor ihren Mauern zieht die größte Streitmacht dieser Zeit auf. Dem Trommelfeuer der zahlreichen Geschütze kann die stolze Festung nicht lange standhalten. Also zu der Zeit gab es eine ganze Menge große Kriegszüge. Der Zeit ist übertrieben. Der Region und Zeit ja, aber der Zeit ist übertrieben. Nach 2 Tagen ist sie sturmreif geschossen. Franz von Sickingen wird während der Schlacht von herabfallenden Mauerteilen der Burg schwer verwundet. Wenige Tage später wird er seinen Verletzungen erliegen.
Nahnstein wird zur Ruine und niemals mehr zur alten Wehrhaftigkeit zurückfinden. Historiker sehen in diesen Entwicklungen das Ende der großen Burgenzeit. Wie Burg Nahnstein können die meisten Burgen mit den Entwicklungen in der Waffentechnik nicht mehr Schritt halten. Und viele Burgherren ziehen sich von ihren alten Symbolen der Macht zurück. Fällt Nahnstein noch durch eine Fürstenkoalition, wird im darauffolgenden Jahr deutlich wie noch nie, dass das Zeitalter der Burgen vorbei ist. Die Bauernkriege brechen im Südwesten des Heiligen Römischen Reiches aus. Ein Befreiungskampf der untersten Gesellschaftsschicht gegen die Unterdrückung durch weltliche und geistliche Fürsten. Oh, ja, da habe ich wieder Schmerzen, auch die Darstellung. Die Bauernkriege sind schon noch ein bisschen anders. Die Bauernkriege sind eben nicht, dass nach Jahrhunderten endlich der Druck losbricht und eine Revolution beginnt, sondern es geht ganz oft darum, dass alte Freiheiten den Bauern weggenommen werden. Im 14. Jahrhundert, auch durch die Bevölkerungsrückgang, also Hungersnöte, Pest, Bevölkerungsrückgang, ganz viele verschiedene Gründe, die Bevölkerung geht stark zurück und Arbeitskräfte sind gefragt. Das ist natürlich die Gelegenheit für die Bauern zu sagen, hier, wenn ihr uns als Arbeiter haben wollt, dann müsst ihr auch ordentlich zahlen. Bauern können Freiheiten erringen, die sie vorher nicht hatten. In der frühen Neuzeit werden die Territorialadligen wieder mächtiger, haben jetzt stehende Heere und kassieren diese Vorrechte wieder ein. Also alles, was den Bauern in den letzten 150 Jahren quasi zugestanden wurde, wird wieder kassiert. Und diese Rechte geben sie nicht kampflos auf. Das ist ganz, ganz oft der Punkt. Es gibt auch religiöse Punkte. Die Artikel der Bauern sind ja recht bekannt, die sind ja genau ausformuliert. Aber es ist eben nicht irgendwie der Hungeraufstand der Knechte, sondern es ist tatsächlich eher ein Aufstand, der sagt, wir wollen unsere Rechte aber nicht aufgeben. Und die Ausstattung der Bauern ist viel besser als oft gedacht. Die verlieren am Ende militärisch, weil sie gegen ein moderneres Heer kämpfen müssen. Wären die Bauernkriege 100 Jahre vorher gewesen, wäre das nicht ganz so klar gewesen, ob die nicht anders ausgegangen wären. Oder man kann es mit den Schweizern vergleichen. Ist gar nicht so unähnlich in Teilen und die sind viel erfolgreicher. Die Bauern führen zum Beispiel Kanonen ins Feld, teilweise eigene. Wir haben einen Film gemacht mit Mathis Herzer über die Ausstattung. Da haben wir auch Bauern behandelt. Also die Bauern haben besitzen auch teilweise Waffen und Rüstung. Je nachdem, welche Region, ob sie Kriegsdienst leisten mussten oder nicht, hatten sie Ausstattung und die Bauern waren nicht schlecht ausgerüstet. Das waren nicht irgendwelche, wie wir es hier sehen, Leute in Westen, die in der Zeit kein Mensch getragen hat und komischen Hemden, die irgendwie mit umgedengelten Sensen oder vor allen Dingen mit umfunktionierten Trechpflegeln in die Schlacht ziehen. Das ist nicht der Fall. Die Bauern waren besser ausgestattet, aber sie stehen gegen ein modernes Heer, sie stehen gegen moderne Geschütze, gegen moderne Reiterei. Sie haben keine Chance. Eines ihrer Angriffsziele sind Burgen. Mancherorts flüchten die Burginsassen. Nur selten müssen Burgen belagert werden. Auch diese fallen meist. Etwa 1000 Burgen werden zwischen 1524 und 1526 durch die Bauern zerstört. Einfach weil die Burgen waren oft auch nicht mehr sehr gut besetzt. Es war etwas Veraltetes und die Kriegstechnik war halt einfach weiter. Wenn die Bauern dann im Feld auf ein gegnerisches Heer gestoßen sind, ganz anderes Spiel. In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten verlieren Burgen immer mehr an Bedeutung. Waren es zu Beginn des 14. Jahrhunderts noch... Das ist wieder dieses schöne Bild, in dem es in den Alpen keine Burgen gibt. Noch rund 30.000 Burgen, die sich über Deutschland und Frankreich verteilten, sank ihre Zahl seither stetig. Über die Hälfte von ihnen sind heute nur noch namentlich bekannt. Annähernd 40% der ehemaligen Burgen existiert heute noch als Ruine. Und nur noch ca. 10% aller Burgen haben bis in unsere Zeit überdauert. Auch wenn das Zeitalter... Eine Ruine hat auch überdauert. Ich sag's mal wieder, hier die Münzenberg, also tatsächlich, wenn ich da, wo mein Finger gerade hin zeige, 200 Meter, da ist die Burg Münzenberg und die ist eine Ruine, aber sie hat überdauert. Ich mache ja da Führungen, also ist nicht weg, aber ich verstehe, was Sie meinen. Trotzdem prägen sie unsere Landschaft immer noch. Je nachdem, wo man ist, prägen sie unsere Landschaft sehr und sie sind nicht weg. Also eine Burg ist natürlich etwas Mittelalterliches, aber sie ist genauso etwas Heutiges. Weil unsere Landschaft ohne Burg ist kaum denkbar. Finde ich immer sehr, sehr spannend, wie gerade Burgen so ein schönes Beispiel dafür sind. Das Mittelalter ist zwar vorbei, aber nicht weg. Das Alter der Burgen mit der frühen Neuzeit zu Ende geht. Der Wunsch nach einer sicheren Stätte geht nicht verloren. Aus dem zu dieser Zeit stark umkämpften Italien kommt die Bauweise, die Europa über die nächsten 400 Jahre prägen wird.
Der Festungsbau nach italienischer Manier. Aus den vorgezogenen Basteien werden mächtige Bastionen, die wie Pfeilspitzen aus der Ringmauer hervorspringen. Das sind genau diese Sternfestungen, diese Sternbastionen, die ich gemeint habe. So wenig rechte Winkel wie möglich. Das Ganze ist schon abgeschreckt, damit auch im rechten Winkel auftreffende Kanonen nicht wirklich... ihr versteht, was ich meine. Also selbst wenn ich so einen rechten Winkel habe, so habe ich keinen. Es ist alles auch auf ausgelegt, möglichst keinen rechten Winkel zu haben. Und das macht es natürlich sehr, sehr effektiv. Von hier aus ist jeder Winkel vor den Festungsmauern mit Feuerwaffen zu bekämpfen. Zunächst werden Schlösser mit diesen Maßnahmen vor Angriffen geschützt. Die Anlagen verlieren allerdings bald vollkommen ihren wohnlichen Charakter. Wie in Jülich, wo nach den Plänen eines italienischen Architekten aus einem bastionierten Schloss bald eine rein militärisch genutzte Zitadelle entsteht. Festungen sind das militärische Erbe der mittelalterlichen Burgen. Bis ins 20. Jahrhundert werden sie die kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa prägen. Und die Burgen? Nachdem sie über 200 Jahre nur noch als Wegmarken und Steinbrüche dienten, wandelt sich Ende des 18. Jahrhunderts das Bild. Die aufkommende Romantik entdeckt die Ruinen für sich. Übrigens, zur Entstehung der Ruinen, ein ganz großer Teil der Burgen wurde nicht zerstört, sondern wurde einfach, wie eben gesagt, als Steinbruch verwendet. Man hat sich das Baumaterial geholt, man hat sich die Ziegel geholt, man hat sich die Dachbalken geholt, alles, was verwendbar weggetragen ist. Und den Rest hatte die Natur, die Witterung gemacht. Also sehr, sehr, sehr viele Burgen wurden nie zerstört, sondern einfach zerfallen, weil sie aufgegeben wurden. Und das überrascht auch viele. Und ein Großteil der Burgen wurden nie belagert. Also auch die Burg hier wurde im Mittelalter nie belagert. Es gab da mal im 30-jährigen Krieg einen kurzen Beschuss, aber das war's. Das geht vielen Burgen so, tatsächlich. Legenden entstehen. Gedichte werden geschrieben. Selbst neue Burgen werden errichtet, die einen verklärten Blick auf die Vergangenheit geben. Burgen avancieren zu einem Also auch Burg Eltz, weil die so oft genannt wurde. An Burg Eltz ist auch sehr, sehr viel Historismus. Da wurde sehr, sehr viel später gebaut. Im Mittelalter sah die anders aus. Erinnerungsort der europäischen Geschichte. Kein anderer Gebäudetyp symbolisiert eine gesamte Epoche so, wie die Burg das europäische Mittelalter. Jein, ihr habt es ja selbst gesagt, im Frühmittelalter ist mit Burgen noch nicht so sehr viel. Also, wenn man das gesamte Mittelalter nimmt, muss ich widersprechen. Aber ansonsten, ja, sie ist das Symbol fürs Mittelalter. Wenn ich an der Schule bin und die Schüler so vorher frage, was ist für euch Mittelalter? Burgen. Ritter auch, aber Burgen ist das, was man am Mittelalter festmacht. Aber wenn man es genau einnimmt, dann ist es eben gerade die steinerne Burg eine Sache des Hoch- und des Spätmittelalters. Das Frühmittelalter ist in vielen Bereichen raus. Und noch heute schlummert der Großteil von ihnen im Dornröschenschlaf tief in den Wäldern, überwuchert von Pflanzen. Andere, die im Laufe der Jahrhunderte durch Baumaßnahmen verändert wurden, sollen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Aber greift man damit nicht in die wechselvolle Geschichte dieser beeindruckenden Bauwerke ein? Also es war was früher mal so üblich war. Man hat versucht, die Burg in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Und dabei ist ganz, ganz viel Schreckliches gemacht worden. Also es gibt ganz viele Rekonstruktionen, auch aus dem 19. Jahrhundert, die übel sind. Und deswegen neigt man heute eigentlich eher dazu, das sein zu lassen. Heute neigt man eher dazu, Veränderungen sichtbar zu machen. Also lieber eine Glasfassade reinsetzen, um klarzumachen, das ist modern, als in den vermeintlichen Urzustand. Ich bin da sehr gespalten. Also ich mag eine optisch schöne historische Burg, aber in ganz, ganz vielen Fällen ist das eben ein Eingriff, den man oft auch nicht sieht und wo die Leute dann glauben, das ist jetzt mittelalterlich und es ist so nicht, ist ein sehr, sehr schweres Thema und ich bin sehr froh, dass ich das nirgendwo entscheiden muss. Hat nicht jede Epoche das Recht, an diesen Symbolen der Macht ihre Spuren zu hinterlassen? Ganz schön langer Film heute. Das hätte eine gute Doku werden können. Also ich mag sehr viele in dieser Dokumentation. Es gibt so ein paar Sachen, das mit diesem Katapult, das war nix. Aber ein Großteil der Informationen sind gut. Teilweise richtig tiefgehend, sehr, sehr ordentlich. Die Beispiele auch im Großen und Ganzen gut gewählt. Also ich mag, im ersten Teil habe ich es schon gesagt, hier mag ich noch mehr. Aber die Spielszenen machen es mal richtig kaputt.
irgendwie im ersten Teil, die Spielszenen haben mich nicht so wahnsinnig gestört. Die liefen so nebenher. Jetzt waren sie richtig, richtig schlecht und es wurde viel mehr versucht, Inhalte damit zu transportieren. Das aber eben sehr, sehr schlecht. Also, dass man den ganzen Geschützen, die man gesehen hat. Ach, ganz, ganz bald. Und auch so der Eindruck, der entstanden ist, 1333, die Belagerung von Burg Eltz, keinerlei Erwähnung. Dabei ist das die erste Verwendung von Pfeilbüchsen im deutschsprachigen Raum. Dafür 150 Jahre später kommen dann irgendwie überraschend die Feuerwaffen, die es schon eigentlich gibt. Also, und die Ausstattung der Spielszenen, ganz, ganz schrecklich. Die Klamotten, die Rüstung passen überhaupt nicht. Also es ist wieder so ein Ding, es könnte eine gute Dokumentation sein, ohne diese leidigen Spielszenen. Oder bessere Spielszenen wären natürlich besser. Ich habe nichts generell gegen Spielszenen, wenn sie gut gemacht sind. Aber die sind halt eben nicht gut gemacht. Keine Ahnung, die waren auch nicht, ich glaube, die waren nicht ganz so wahllos zusammengeschnitten wie in der anderen. In der letzten Dokumentation haben sie viel mehr aus verschiedenen Teilen Spielszenen zusammengenommen. Hier waren die irgendwie zusammenhängend, da hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, was verbindet ihr mit Burgen? Wie ist das für euch? Also für mich sind Burgen immer eben so das Sinnbild des späten oder auch des Hochmittelalters. Ich wohne ja im Schatten einer Burg. Ist das für euch auch so? Ist Burg so das, was ihr im Mittelalter verbindet? Auch romantische Vorstellungen und sowas? Niemand ist davon frei, das Mittelalter zu romantisieren. Das geht mir nicht anders, wenn ich so eine Burg sehe. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und überhaupt, was ihr von der Dokumentation haltet, auch von meiner Reaktion. Das ist immer ganz unterschiedlich. Manche Leute lieben meine Reaktionen und amüsieren sich köstlich. Andere Leute können das kaum ertragen. Ist wirklich vollkommen unterschiedlich, je nach Person. Ich hatte jedenfalls Spaß und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt, mir zuzuschauen. Und ich habe versucht, ein bisschen zu ergänzen, auch in dieser Dokumentation. Wie gesagt, schreibt, was ihr davon haltet. Ich freue mich auf den nächsten Film mit euch und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund.